Hallo und herzlich willkommen zum Vorwort zum Vorwort. Ich wollte nur einmal kurz, weil das Ding so lang geworden ist, erklären, worum es in diesem Beitrag hier geht. Also, falls ihr euch für Seven vs. Wild interessiert, könnt ihr hier nochmal meine Einschätzung als Waldexperte zur Frage, ob man denn lieber in den Wald oder doch beim Flugzeug bleiben sollte, bei Seven vs. Wild eine mögliche Antwort oder zumindest meine Analyse dazu finden. Wenn euch das nicht interessiert, dann erfahrt ihr Wissenswertes zu Lagerplätzen in Wäldern, generell zur Wärme von Böden, auf denen man so nächtigen kann, und entsprechend auch einen gewissen Vergleich zu Offenlandschaften. Also wo ist es schöner, im Wald oder auf dem Acker? Natürlich ist es im Wald schöner, immer, ja, grundsätzlich, ja, das ist ein eisernes Gesetz, aber muss nicht zwingend der bessere Lagerplatz sein. Wenn man allerdings eben im Offenland keinerlei Schutz hat, dann ist man im Wald oft besser auf gehoben. Egal, im Detail jedenfalls, war im Wald genug Platz, ist der Boden da wärmer, womit baut man da so ein Lager und welche Gefahren gibt es da so? Vor allen Dingen in diesem Fall nicht wilde Tiere, sondern möglicherweise umstürzende Bäume. Und das alles relativ detailliert, ihr seid's gewöhnt, und damit kommen wir zum richtigen Vorwort. So, und auch hier wieder der Hinweis, Hass dulde ich nicht in den Kommentaren. Leider bin ich der Einzige, der beurteilen kann, ob es sich um Hass handelt oder nicht. Und ich bin da relativ scharf drauf. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Also im Übrigen, es muss ja auch nicht unbedingt sein, dass ihr mir hier auf meinem Kanal mitteilt, beziehungsweise den anderen hier auf meinem Kanal mitteilt, wie furchtbar scheiße ihr welche Person auch immer findet. Das hilft uns ja nicht wirklich weiter. Wenn ihr irgendeinen sachlichen, irgendwie lustigen oder sonst irgendwie positiven Beitrag zum Thema, welcher Lagerplatz es denn nun sein soll, habt, gerne auch konstruktive Kritik an dem Zeug, was ich hier erzähle, dann gerne her damit. Aber ja, Hass verbreiten hilft niemandem, wirklich überhaupt niemandem. Das ist einfach nur sinnlos und ich möchte das bei meinen Kommentaren definitiv nicht drinstehen haben. So, und damit legen wir los. Und ich freue mich ansonsten auf die meistens ja wirklich sehr, sehr sachliche und hervorragende Diskussion, wie fast immer. So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute wollen wir mal ein bisschen was Praktisches machen mit theoretischem Vordergrund, weil ich erzähle erst die Theorie und mache dann das Praktische. Das hier ist eine handelsübliche Rettungsdecke. Ich habe keine Ahnung, was für Rettungsdeckenmaterial die Teilnehmer von Seven vs. Wild schon wieder, ja. Aber zurzeit treibt es einen einfach um, weil da so viel drüber diskutiert wird. Meine kompletten Videovorschläge auf YouTube werden dadurch dominiert und mich packt es irgendwie gerade. Ja? Also ich bin da wirklich in der Sache drin und mache auch bestimmt zwischendrin nochmal was anderes, was damit nichts zu tun hat. Das ist auch schon in Vorbereitung, beziehungsweise schon fertig geschnitten und muss nur noch einen passenden Termin zum Hochladen finden zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Keine Ahnung, ob das vorher kommt, ob das nachher kommt. Jedenfalls ist das hier eine handelsübliche Rettungsdecke. Eine handelsübliche Rettungsdecke, die ist ungefähr so groß, wir werden es nachher sehen, ich habe mir jetzt die Maße nirgendwo aufgeschrieben, das blende ich euch unten aber gerne ein, dass da halbwegs bequem und bisschen einigermaßen wettergeschützt eine Person drunter passt, ja? Ein bisschen einigermaßen wettergeschützt. Das heißt, im besten Fall bei Regen senkrecht kann man da schon als eine Person drunter liegen, ohne nass zu werden. Kommt dazu noch ordentlich Wind, dann hängt sehr stark davon ab, aus welcher Richtung der Wind kommt, ob man das Ding halt eben in die richtige Richtung geneigt hat oder nicht. So, jetzt ist dieses Material wirklich ein Hauch von nichts und furchtbar dünn. Im Übrigen, inzwischen habe es auch ich begriffen, es hat vielleicht ein bisschen länger gedauert als bei manchen, die Farbe der Seite der Rettungsdecke spielt quasi keine Rolle. Der Unterschied durch die Silber- oder Goldbedampfung ist verschwindend gering. Ja, also das sorgt nicht dafür, dass man jetzt damit unglaublich viel wärmer bleibt, wenn man die Goldseite nach außen oder nach innen oder ich habe schon inzwischen auch vergessen, was da jetzt genau angeblich richtig rum sein soll, legt. Das ist also wirklich nur minimal. Da reden wir von maximal 1% Unterschied, was durch diese Färbung hier entsteht. Wie auch immer, diese Decken sind großartig, weil sie halt winzig
wirklich klein verpackbar sind, nichts wiegen und dabei wirklich erstaunlich zugstabil sind. Leider sind sie nur zugstabil. Ja, also sobald man versucht, da irgendwie ein Löchlein rein zu pieken, blip, dann hat man da auch ein Löchlein rein. Also ein einfaches Blip reicht nicht aus und ich will da jetzt, solange ich sie nicht verwertet habe, um das zu zeigen, was ich dann gleich noch zeigen möchte, das Ding vorher auch nicht kaputt machen. Warum erzähle ich das? Warum, worum geht's? Warum ist das wichtig? Weil es mir ein Anliegen ist, mal ein bisschen praktisch zu hinterfragen bzw. zu überprüfen bzw. zu demonstrieren, wie schwer oder einfach ein Shelter im Wald zu errichten wäre. Also in Seven vs. Wild Staffel 4, dafür müsst ihr Folge 1 und 2 gesehen haben, um da up to date zu sein, dass ein Shelter im Wald diskutiert wird. Oder am Wald, das ist nicht ganz klar aus der Serie selber, geht meiner Meinung nach nicht hervor, ob das Shelter im Wald oder am Wald sein soll. Wenn man Stefans Kommentar dazu noch anhört, der die Idee hatte, dass man in den Wald ziehen können, sollen, möchten, wie auch immer, und dass das besser wäre, also der die initiale Idee hatte, die dann später erstmal kurzfristig von anderen unterstützt wurde, die sich dann aber doch wiederum fürs Flugzeug ausgesprochen haben, ohne es selber zu wissen. Ja, also selbst diejenigen, die auf Amazon Prime gucken, sind wir noch nicht an einem Punkt der Serie angekommen, den der Uwe spoilermäßig andeutet. Uwe hat in einer seiner Reaktionen, ich glaube es war die auf Folge 2, so angedeutet, dass die Entscheidung am Flugzeug zu bleiben, wartet mal ab. Möglicherweise ist das noch irgendwie, ne, werdet ihr da vielleicht noch was sehen. Vielleicht ändert sich da ja wohlmöglich noch was. Also ich bin gespannt, was das sein soll. Das ist für mich selber auch, ich habe keine Ahnung, ich könnte es euch nicht verraten, wenn ich es wollte. Das ist mir nur aufgefallen, das wollte ich jetzt einfach nur an dieser Stelle gerade so vielleicht aktuell mal weitergeben. So, getriggert hat mich, neudeutsch, ne, zu diesem Video ein Kommentar von jemandem, der der Meinung war, also ich würde da mit dem Boot und den Rettungsdecken easy in 20 Minuten ein super Shelter für 7 Personen aus dem Boden stampfen. Jetzt seht ihr den Wald hier hinter mir. Und der besteht aus einer weitgehend ebenen Fläche. Weitgehend eben. Ja, wenn du tagelang, selbst in so einer leichten Schräglage wie hier, liegen musst, ist das gar nicht mal so doll. Ja, man kann natürlich mit dem Kopf nach oben und so weiter, dann geht das irgendwie. Aber für ein langfristig bequemes Liegen, für guten Schlaf, benötigt man, wenn man da nicht wirklich super, super hart drauf ist und so weiter und so fort. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Selbst mit High-End Ultra-Isomatte, das Beste vom Besten, was du für Trekkingtouren an Isomatte überhaupt mitnehmen kannst, brauchst du eine ebene Fläche zum Schlafen langfristig, wenn du richtig gut schlafen möchtest. Und guter Schlaf ist wichtig. Und das wäre jetzt Punkt 1, den wir in Betracht ziehen müssen, wenn wir jetzt im Wald bei Seven vs. Wild, ich blende euch dazu mal ein paar Bildmaterialien ein, an dieser Stelle, also beziehungsweise gleich, ich spreche den Satz noch zu Ende, unser Lager errichten wollen. So, jetzt Bildmaterial. So, und damit machen wir jetzt einfach mal eine kleine Bildanalyse verschiedener Screenshots von Folge 1 bis 3, die ich mir hier mal so zusammengesucht habe. Das ist okay, weil man darf ja auf das Material von bis zu Folge 3, jetzt wo ich das schneide, heute ab 18.01 Uhr das verwenden, und bis ich das hochgeladen habe, dürfte 18.01 Uhr sein. So, da werdet ihr also, sofern ihr das soweit gesehen habt, auf keinen Fall gespoilert. Ansonsten gibt es wirklich nur Waldbilder. Hin und wieder ist mal Stefan im Bild. Irgendwo ist, glaube ich, mal Uwe im Bild. Vielleicht auch mal Hugo. Irgendwie so, ne? Aber es sind keine essentiellen Bestandteile, die jetzt irgendwie die Handlung oder sowas in die Richtung spoilern würden. Gut. Was wir hier sehen, ist, wenn man in den Wald reinkommt, ne, das ist also die Stefan-Stelle, wo der Stefan mehrfach ja reingelaufen ist, wo eben auch Joe reingelaufen ist und Joe der Meinung gewesen ist, das sei kein guter Ort für einen Schlafplatz, wo dann auch später Uwe und Hugo hocken und überlegen, ob es nicht vielleicht doch ein guter Schlafplatz wäre. Das muss plus minus hier sein. Das ist jetzt nicht immer genau der gleiche Ausschnitt, aber ungefähr an dem Ort
befinden wir uns. So, da kann man sich jetzt natürlich im Detail streiten und so weiter. Aber was ich jetzt hier genau analysieren möchte, ist erstens mal eben vor allen Dingen die Frage, ist es hier überall abschüssig? Zweitens, ist da überhaupt irgendwo genügend Platz für ein Lager? Und wenn wir sowieso schon beim Bilder angucken sind, was für mögliche Gefahren gibt es denn in diesem Wald? Da kommen wir dann nachher noch mit dem Ben vor Ort nochmal drauf zurück. Aber jetzt fangen wir hier erstmal, beziehungsweise Humus wäre auch noch wichtig, auch das nachher noch zum Ben vor Ort. So, wir sehen hier jetzt zunächst mal, das ganze Gelände ist abschüssig. Also hier rechts nach hinten ist es direkt abschüssig. Das ist jetzt noch nicht schlimm abschüssig und man kann da auch bei dem dichten Bewuchs mit jungen Bäumen, kann man da auch kaum irgendwie runterrollen oder sowas in die Richtung. Aber bequem zum Hinlegen ist das nicht. Man müsste hier also wirklich mit vielleicht dem Breaching-Tool, vielleicht mit einem angespitzten Axt oder sonst wie jeweils Bodenbearbeitung betreiben, um hier einen ebenen Schlafplatz hinzubekommen. Also wirklich am Hang ein bisschen was wegbuddeln und ein bisschen weiter unten am Hang, also jeweils, da geht es um einen halben Meter höchstens, Material wieder antragen, um dann da eine ebene Liegefläche zu bekommen. Das kann man schon machen, wenn das jetzt ein toller Schlafplatz ansonsten wäre und nur den Nachteil hat, dass es ein Hang ist, dann ist es meiner Meinung nach die Kalorien durchaus wert, dass man sich da einfach einen Schlafplatz in den Hang reinbuddelt, der dann eben ist. Also das kann man schon machen. Dabei muss man beachten, wenn man das macht, verliert man die Bodenisolation, die durch einen natürlichen Bodenaufbau gegeben ist. Also sobald du dann ein Loch gräbst, kommst du in den kalten Bereich des Bodens, musst also wieder sehr viel oder vor allen Dingen musst du zusätzliches Bodenisolationsmaterial dann eintragen. Aber das wäre potenziell möglich, ne? Also so erstmal hier. So, jetzt eben die Frage, ist da Platz für 7 Personen? Kriegt man hier irgendwo 7 Personen rein? Zu dem Zeitpunkt, also jetzt nehmen wir mal an, für Nacht 1 wäre es besser gewesen, in den Wald zu gehen. Entschuldigung. Hättest du hier 7 Personen unterbringen können? Ich sehe auf diesem Bild jedenfalls nicht wo. Ja klar kann man sich da irgendwo lose zwischen den Bäumen drapieren, das geht schon, aber halt kein gemeinsames Lager, also 7 Einzelschlafplätze irgendwo zwischen den Bäumen, ja, das wäre gegangen. Ob das besser ist, ja, das ist jetzt halt eben individuell die Frage, aber sehe ich jetzt nicht unbedingt, ja. Gut, machen wir mal ein nächstes Bild. Hier kann man jetzt schön erkennen, das dürfte der Uwe sein, der hier im Gebüsch steht, sozusagen. Und da wird eben von Uwe und Hugo diskutiert. Das sind immer so Screenshots aus der Bewegung der GoPro. Die haben das Ding selten ruhig gehalten, deswegen sind viele Bilder unscharf. Aber auch hier ungefähr ähnliche Stelle. Man sieht hier links diesen Bildwechsel, den wir eben auch im Bild hatten. Also ich vermute, dass das dieselbe Stelle ist. Da ist auf jeden Fall eine Hangneigung gegeben. Das erkennt man an Uwes Schuhen. Wenn wir uns mal den Winkel von Uwe, also oder Uwes Füßen. Wenn wir uns den Winkel von Uwes Füßen im Verhältnis zu seinen Beinen anschauen, sehen wir, der steht hier am Hang. Ja, also wenn man das auf der Kamera nicht richtig erkennen kann, ist das zumindest ein Beweis, dass wir es hier mit einer Hangsituation zu tun haben. So würden wir, wie gesagt, jetzt für alle 7 hier ein permanentes Lager errichten wollen würden, dann bräuchten wir halt eine Fläche, wo auch 7 Personen wirklich gut hinpassen und wo man auch ein Feuer so errichten kann, dass die 7 Personen davon nach Möglichkeit gewärmt werden. Klar kann man auch mehrere Kleinstlager machen, da muss man aber auch mehrere Feuer unterhalten. Und mehrere Feuer zu unterhalten braucht normalerweise mehr Ressourcen. Die sind zwar einfacher, an diese Ressourcen ranzukommen, weil du dann kleinere Feuer zentral an unterschiedlichen Orten machen kannst und jeder hat seine eigenen Ressourcen sozusagen. Aber wenn man als Gruppe Holz ranschafft, dann würde man hier eben mehr Holz ranschaffen müssen, weil man mehrere Feuer unterhält. Die brauchen dann auch wiederum nicht so groß sein, also da kann man sich im Detail kloppen. Das hängt immer davon ab, vergleichen wir ein großes Wärmefeuer für eine große Gruppe mit einem kleinen Wärmefeuer für eine Person, dann braucht das kleine Wärmefeuer erheblich weniger Holz. Aber mehrere Wärmefeuer, die trotzdem auch eine gewisse Größe haben müssen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in dem Fall dann mehr Holz verbrauchen würden als mit einem zentralen Wärmefeuer für alle, beziehungsweise wäre auch weniger Arbeitskraft pro Feuerchen zur Verfügung. Und wie man dann die Gruppe aufteilt und so weiter, das ist dann alles so ein bisschen gar nicht so einfach. So, nochmal, für die erste Nacht haben wir ein Werkzeug zum Zeitpunkt, wo das entschieden worden ist, dass man am Flugzeug bleibt, bloß das Breaching-Tool. Wenn man zu dem Zeitpunkt überhaupt, wenn überhaupt das Breaching-Tool. Wann das genau passiert ist, die Entscheidungsfindung, das weiß ich nicht. Aber
Allzu viel Werkzeug war da nicht verfügbar. Mit dem Breaching-Tool kann man hier diese Bäume vielleicht umhauen. Da gehe ich schon davon aus, dass das irgendwie gehen würde. Dann bleibt aber ein Stumpf übrig. In jedem Fall bleibt ein Stumpf übrig und den kriegt man auf keinen Fall weg. Das heißt, man kann auf dem Stumpf immer noch nicht pennen. Und ein Lager auf so einem Stumpf zu errichten, das ist super unbequem. Der piekt dir die ganze Nacht massiv in den Rücken. Das ergibt überhaupt keinen Sinn und ist super, super, super ungemütlich. Ja? Und das gilt auch für die dünneren Zweiglein bzw. Südbuchen, die hier herumstehen, dass die alle so einen Stumpf hinterlassen würden und dann macht das eben potenzielle Liegefläche wirklich sehr, sehr schwierig. Und zwischen eben den ganzen Stümpen von Bäumen oder hier Baumgruppen wäre es ebenfalls außerordentlich schwierig, da irgendwie noch eine Decke oder sowas einzubauen. Das kann man für eine Person, wie gesagt, machen. Aber irgendwie hier 7 in die Nähe voneinander zu bekommen oder auch schon 2 nebeneinander, wäre hier schon schwierig, wenn die einigermaßen Platz haben sollen und nochmal das Ganze eben sein soll. Das bedeutet an dieser Stelle, also ich weiß nicht, wo man hier einen schönen Lagerplatz errichten soll, außer direkt auf dem Wildwechsel oder eventuell noch auf dieser Gasse hier. Ist schwer zu sagen, aber diese scheint mir eigentlich fast schon menschlichen Ursprungs zu sein. Ja, die ist ein bisschen arg breit und arg symmetrisch und da wachsen verdächtig wenig, überhaupt keine Bäume drauf. Da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das für einen Wildwechsel schon sehr, sehr, sehr speziell. Also wenn da ständig das Rotwild durchläuft, ja, vielleicht, wie auch immer, jedenfalls eine Gasse wie diese, das wäre eine potenzielle Möglichkeit, da kann sich eine einzelne Person, also nehmen wir mal an, die hat kein Gefälle, das sieht man auf diesem Bild jetzt schlecht, aber ja, da kann sich eine Person hinlegen, da kann sich natürlich im weiteren Verlauf der Gasse eine zweite, eine dritte Person hinlegen, das geht schon, aber auch hier wieder kein Platz für ja, mehr als ein Shelter für eine Nase und schwierige Bedingungen, das irgendwie mittels Wärmefeuer so einzurichten, dass da alle was vom Feuer haben. Dazu dann später noch mehr vor mit dem Ben vor Ort. So, also Fazit. Zumindest geht durch die Hangsituation und den Dichtstand an jungen Stämmen hier meiner Meinung nach eindeutig aus dem Bildmaterial hervor, dass es zumindest an dieser Stelle, nicht überall im Wald, aber zumindest an dieser Stelle tatsächlich nicht genügend Platz für ein Lager für 7 Personen, die beieinander lagern wollen, gibt. Für 7 Einzelpersonen, die sich da irgendwo zwischen die Bäume hinlegen wollen, in losem Abstand zueinander, ohne eine nennenswerte Struktur, die sich da mit einem einzigen Feuer beheizen ließe, das geht. Das könnte man machen. So, damit zurück zum Ben vor Ort. So, jetzt können wir uns natürlich darauf versteifen, dass genau an dieser Stelle kein Platz vorhanden gewesen wäre. Man kann natürlich aber auch logischerweise sagen, na dann gehen sie halt irgendwo anders in den Wald, bis sie halt eine ebene Stelle finden. So, und unabhängig davon, wie wir jetzt das Stefan-Plateau bewerten, gehen wir doch jetzt spaßeshalber einfach mal davon aus, dass wir woanders in den Wald gegangen wären, bis wir eine ebene Stelle, die genügend Platz für 7 Personen bietet und nicht von nicht entfernbaren Bäumen nadelartig blub, 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 durchzogen ist. Ja? Also im Grunde sowas wie hier. Ja? Das wäre hier tatsächlich ein möglicher Ort, wo man aufgrund der nicht allzu dichten Situation der Bäume, überwiegend Roteiche, was man hier sehen kann, Buche dazwischen, Buchreichen, Roteichen-Buchenbestand haben wir hier. Und da könnte man ja, sicherlich hier jetzt rein vom Platz her schon genügend Shelter für 7 Personen errichten. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, was hier jetzt hinter mir, wie super viel Platz aussieht, ist mit bloßem Auge erheblich weniger. Ja, das macht wirklich einen großen, großen, großen Unterschied von dieser. Ja, ich tue mich sogar schwer, diese Eiche da, die da in der Ecke, Bildecke da, überhaupt mit der Eiche, die da tatsächlich steht, in Verbindung zu bringen, Roteiche wohlgemerkt. Ja, es ist eine ganz andere Perspektive, also das kann wirklich sehr stark täuschen. Gut, aber wir gehen jetzt davon aus, wir hätten genug Platz. Jetzt ist die nächste Frage, was haben wir denn als Baumaterial zur Verfügung, wenn wir da ein Lager errichten wollen? Wir wissen, dass wir zunächst mal selbstverständlich das vorhandene Holz verwenden können. Bei Seven Roses Wild stehen nicht Roteichen und Buchen zur Verfügung, sondern lediglich Nothofagus montana, die Bergschirm
Scheinbuche, wenn man sie überhaupt irgendwie auf Deutsch übersetzen möchte. Mountain Beach heißt sie in Neuseeland, so man dann da Englisch spricht. Und das ist ein Holz, das ist durchaus verwertbar für Lagerbau. Man muss allerdings ein bisschen aufpassen, da es recht schnell bricht. Und man sollte also vielleicht sicherheitshalber da relativ dicke Durchmesser verwenden, damit einem das Lager eben nicht selber auch relativ schnell zusammenbricht. Die Brucheigenschaften nehmen ab, wenn das Holz trocken ist, und nehmen mit erhöhter Holzfeuchte ein wenig zu. Soweit konnte ich das zumindest bisher einigermaßen aus den vorhandenen Daten, die ich so über Notophagus montana finden konnte, ableiten. So, da das Holz im Walde, wenn es ganz normal im Wald rumliegt, niemals Holzfeuchten unter 15% erreicht, niemals, bestenfalls 15%, sind die Holzeigenschaften noch deutlich suboptimal bei erheblich mehr als 15% Holzfeuchte. Das bedeutet entweder sehr nass geworden oder erst kürzlich abgestorben oder gar frisches Holz, das hat 100%, dann ist es entsprechend von der Brüchigkeit her ein wenig brüchiger. Da sollte man also vielleicht so ein bisschen das im Hinterkopf behalten, dass das als Baumaterial zwar geht, aber ein bisschen dickere Durchmesser verwenden, als wir das mit unseren heimischen Hölzern beispielsweise gewöhnt sind. Die haben alle fast alle durch die Bank eine hohe Bruchstabilität, fast alle. Ja, nicht ganz. Zum Beispiel die Bruchweide, warum heißt die wohl so? Wäre sicherlich nicht besser. Ja, das erstmal so grob zum Naturmaterial. Es gibt ein paar Stellen, wo wir vielleicht an abgestorbenen Bäumen noch ein bisschen Rindenplatten abmachen können. Wie viel das letzten Endes ist, das wissen wir nicht. Wenn wir ganz viel Glück haben, finden wir davon ewig viele und können uns aus diesen Rindenplatten möglicherweise, also ewig viele im Sinne von wirklich optimal, richtig, richtig üppig, dann können wir uns aus diesen Rindenplatten möglicherweise ein wasserdichtes Dach für 1 bis 2 Personen zusammenbauen, falls wir das finden. Das ist aber ein absolutes Falls. Das kann ich nicht beurteilen, ob das da gewesen wäre oder nicht. Aber tatsächlich dürften Rindenplatten von Notophagus montana so ziemlich der einzige Stoff sein, mit dem man ein wasserdichtes Dach unter den Bedingungen, die da bei Seven vs. Wild herrschen, aus Naturmaterialien herstellen kann. Das oder Unmengen von Tosokgras, das wir ja schon kennengelernt haben als mögliche Bodenisolierung, das geht. Da braucht man halt auch optimalerweise Unmengen davon. Da sollte man also vielleicht möglicherweise für die weiteren Folgen noch ein bisschen mehr davon sammeln. Möglicherweise ist das passiert, vielleicht auch nicht. Ich kann mich gerade absolut nicht erinnern. Ja, wie auch immer, jedenfalls, das sind so die Hauptbaumaterialien natürlicher Art, die in dieser Landschaft zur Verfügung stehen. Wenn ihr den Berg weiter hochlauft, findet ihr nichts anderes, denn Notophagus montana ist Baumgrenzenart. Das heißt, diese Wälder in dieser Form gehen weiter bis zur Baumgrenze und dann war es das mit den Bäumen und dann kommt bloß noch eine alpine Hochlandschaft und da findet man nun so überhaupt keine nützliche Ressource. Insbesondere nicht, wenn man die neuseeländische, zu großen Teilen endemische Flora nicht in- und auswendig kennt und genau sagen kann, dass dieses Ding da, was jetzt aussieht wie blauer Enzian oder völlig anders, es ist rein fiktiv, ich habe keine Ahnung, wie die Flora da oben im Detail aussieht. Also ich habe ein paar Bilder gesehen, aber ich könnte da keine einzige Pflanze sicher identifizieren, ohne mich vorher darauf vorzubereiten. Und die Möglichkeit hatte ja niemand, da keiner wusste, dass es Neuseeland werden wird. Nach eigener Aussage hat Joe bereits ein paar Bücher zu neuseeländischer Flora und Fauna gelesen und er kann da offensichtlich auch ein paar Pflanzen identifizieren. Ich hoffe, das war jetzt kein Spoiler für Folge 3. In dem Fall habe ich jetzt aus Versehen verraten, dass der Joe da ein ganz paar Pflanzen identifizieren kann. Aber das sollte keine allzu große Überraschung sein und ich bitte um Entschuldigung. Gut, wie auch immer. Aber mal abgesehen davon hätte ich, wenn man mich jetzt spontan in Neuseeland aussetzt und ich kenne mich mit Pflanzen ein bisschen aus, hätte ich keinen Schimmer, was ich da oben oberhalb vom Wald beziehungsweise bei weiterem Hochsteigen des Hanges vom Stefan-Plateau aus gesehen noch an zusätzlichen Ressourcen erwarten dürfte, die dann noch sein sollen. Aus rein ökologischer, biogeografischer Kenntnis
die ich ebenfalls einigermaßen besitze, da kann nichts mehr kommen, was irgendwie nützlich ist. Da kommt jetzt nicht auf einmal ein Nadelwald, mit dem man riesige Nadelblattwedel dann verwenden könnte, um damit irgendwie das Lager auszupolstern und so weiter und so fort. Das gibt es da schlicht und ergreifend nicht. Das wäre was anderes, wenn ich unwissend in der Situation abgesetzt werden würde, dann wüsste ich das jetzt vielleicht eventuell nicht ganz so sicher, beziehungsweise wäre mir nicht so sicher, dass es so ist. Ich würde trotzdem von ausgehen, weil man in Entfernung sehen kann, dass Notophagus eben auch die Waldgrenze bildet, die Baumgrenze bildet. Und das bedeutet, dass da üblicherweise dann auch nichts mehr darüber kommt, was zu erwarten wäre. Man kann in der näheren Umgebung auch nichts sehen, dass da noch irgendwie eine zweite Vegetationsform vorliegt. Und die Literatur, die ich jetzt habe, weil ich halt eben nicht da hocke, bestätigt ebenfalls, dass da nichts mehr kommt. Ja? Das heißt, da ist Schluss. Da ist dann einfach wirklich keine Chance, da irgendwas zu finden aus naturwissenschaftlicher Sicht. Macht es also überhaupt keinen Sinn, da hochzustapfen und danach irgendwas zu suchen, was einem beim Lagerbau wohlgemerkt, du findest da vielleicht noch Tiere. Ja, das ist ein anderes Thema. Aber zum Lagerbau macht es keinen Sinn, da jetzt noch irgendwie weiter hochzustapfen und da auf bessere und andere Ressourcen zu hoffen. Ja, dann könnte man höchstens noch runter zum Fluss hoffen, dass das Gras da noch etwas höher wächst, dass es neben dem Gras noch diverse Büsche gibt, unter anderem die Rosen, deren Hagebutte wir schon gesehen haben. Die gibt es da auf jeden Fall. Was es da sonst noch so gibt, da gibt es noch ein bisschen was. Das wäre jetzt aber auch wieder ein Spoiler. Daher halte ich da die Klappe zum jetzigen Standpunkt. Wäre das, glaube ich, noch ein Spoiler. Aber ich denke, das sieht man ebenfalls, das habe ich im Trailer auch schon so gesagt und aus den ersten Aufnahmen, die Fritz gezeigt hat, auch schon so gesagt, viel gibt es da nicht. Also da muss man keine Wunder erwarten. So, das bedeutet, natürliche Baumaterialien haben wir jetzt soweit abgecheckt. Wir haben Otophagus und wir haben Tosokgras. Und wenn ich das korrekt ausspreche, wenn nicht, möge man mir das bitte verzeihen. Und irgendwann lerne ich es vielleicht, wenn ihr es mir in die Kommentare schreiben mögt, wie es wirklich ausgesprochen wird. Und ich gebe mir Mühe, es diesmal zu merken. So, wie auch immer, jedenfalls, das war's. Ja? So, das haben wir jetzt an nicht natürlichen Baumaterialien. Wir können all das vom Flieger ausschlachten, was wir vom Flieger ausschlachten können. Neben diversem Isolationsmaterial, das mittelmäßig gut bis ganz okay ist, je nachdem, was man sich da jeweils rausguckt. Und ja, es ist nur so meine Einschätzung nach Folge 2, dass das mittelmäßig bis okay sein dürfte, stellt sich später vielleicht noch heraus, noch ein paar mehr Details in diese Richtung, wohl möglich. Ne? Gut, also das können wir natürlich alles den Berg hochschleppen zu Stephanplateau. Das geht schon. Das ist nicht so, dass das nicht gehen würde. Dann hätten wir damit ein gewisses Maß an Bodenisolationsfläche, die gleiche, die uns am Flugzeug zur Verfügung steht, solange wir das Flugzeug selber nicht auch als Liegefläche irgendwie verwenden und uns da ein Lager reinbauen. Das spielt aber jetzt keine Rolle. Wir wollen ja jetzt wissen, was wäre, wenn wir in den Wald gehen. Gut, das heißt vermutlich, da sie beim Flugzeug auch ungefähr reicht, um alle Leute auf dem Boden liegen zu lassen, dürfte das im Wald auch ungefähr reichen, um alle Leute auf dem Boden liegen zu lassen. Das heißt, Bodenisolation passt erstmal. So ist der Waldboden jetzt wärmer als der Boden beim Flugzeug. Das ist ja auch was, was immer viel diskutiert wird. So, und dazu können wir jetzt einen Abstecher in eins meiner Fachgebiete machen. So, und damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, erklären wir das jetzt anhand dieses Schaubilds. Was wir wissen wollen ist, wie schnell wird uns kalt, wenn wir uns auf verschiedene Naturmaterialien draufsetzen, beziehungsweise woraus sollte unser Untergrund, und das ist im Regelfall Boden zunächst mal, am besten bestehen, damit wir da möglichst bequem warm drauf sitzen und oder liegen können. So, und da ist hier zumindest in dieser Darstellung R, die untere Schicht im Boden, schon mal eine ganz blöde Idee, das ist nämlich massives Gestein. Und massives Gestein leitet sehr gut die Temperatur. Das bedeutet, wenn wir was Warmes auf das kalte Gestein, das hat nämlich normalerweise einfach Umgebungslufttemperatur, zumindest die Schicht, die sich an der Luft befindet, und das wäre, wenn es minus 5 Grad sind, minus 5 Grad, theoretisch. Und das bedeutet, wenn wir uns da jetzt mit unserem warmen Hinterteil draufsetzen, dann sieht das sehr, sehr schnell die Energie von unserem warmen Hinterteil sozusagen
Tagen in eben den minus 5 Grad kalten Stein. Und da die Energie unseres Hinterns nicht ausreichen wird, um den Stein so warm zu machen, dass er sich plötzlich warm anfühlt, zieht er uns bis in alle Ewigkeit Energie ab. Ja, das kriegen wir nie hin mit unseren Backen, den so weit aufzutauen bzw. aufzuwärmen, dass wir gemütlich sitzen. Jedenfalls nicht, solange die Umgebungstemperatur halt immer noch minus 5 Grad beträgt. Das wäre also eine möglichst schlechte Idee. Die schlechteste Unterlage, auf der man sich befinden kann, was Wärmeisolation angeht, ist Stein. So, ebenfalls schlecht wäre hier die Schicht C. Die Schicht C ist jetzt mal, das ist eine allgemeine Darstellung, ne? Das ist in Neuseeland möglicherweise ein bisschen anders, da komme ich gleich noch drauf. Schicht C wäre grobes Steinmaterial mit ein bisschen Feinkrempel dazwischen. Das ist geringfügig besser, weil in dieser Struktur kann schon der eine oder andere Hohlraum entstehen und ein Hohlraum ist luftgefüllt. Und wie wir wissen, wenn wir Kleidung tragen oder einen Schlafsack verwenden oder uns sonst irgendwie warm halten wollen, dann möchten wir bitte nicht bewegte Luftpolster am Körper halten, da Luft eben ein hervorragender Isolator ist und Wärme nur sehr, sehr schlecht vom Körper ableitet. Und wenn man dieses Luftpaket dann also am Körper hält und das ist mal warm, dann bleibt das auch warm. Das muss ich niemandem erzählen, das wissen wir alle. Darum tragen wir ja im Prinzip Kleidung, um warme Luftpakete am Körper zu halten. So, und dass die Tatsache, dass hier Luftpakete jetzt schon vielleicht drin sind, sorgt dafür, dass sich das ein bisschen wärmer anfühlt, ist aber immer noch total unbefriedigend und wird eine eiskalte Nacht, wenn man jetzt auf so einem C-Horizont sozusagen übernachten würde. Wie könnte das passieren? Naja, zum Beispiel, man schläft irgendwo an einem Hang, wo der Boden gerade weggerutscht ist, also die oberen Schichten des Bodens und es liegt halt nur noch ein C-Material an, sozusagen, dann wäre das das Einzige, was zur Verfügung steht und da hätte man also dann die Notwendigkeit, jede Menge extra Isolationsmaterial, sei es Polster aus dem Flugzeug, sei es Notophagusblätter, sei es andere Teilnehmer unter sich zu packen, um da einigermaßen bequem und warm schlafen zu können. So, ist der Boden nur in den Bereich B abgerutscht, dann ist das ein bisschen besser, weil da haben zumindest keine groben Steine mehr drin, keine großen Steine mehr drin, die besonders viel Energie abziehen, weil sie ja der beste Leiter sind, den es geben kann. Da besteht der komplette Boden im Wesentlichen aus Mineralkörnchen mit geringfügigem Eintrag von anderem Zeug. Mineralkörnchen heißt sehr, sehr feiner Stein. Also zum Beispiel Sand oder eben sehr feiner Sand, das wäre dann Schluff, oder noch viel feinerer Sand, das ist dann Ton. Eine Mischung aus allem drei, Sandkörnchen, Schluffkörnchen. Tonkörnchen würde man Lehm nennen und Lehm dürfte die vorherrschende Bodenschicht sein, die wir auch bei den Nasen in Neuseeland erwarten dürfen. Das ist ebenfalls nicht besonders gemütlich zum Schlafen, nicht so schlimm wie direkt auf dem Stein liegen, aber die Unterschiede sind gering, also in jedem Fall wird es eine saumäßig kalte Nacht, wenn man da nicht vernünftig viel Isolationsmaterial drauf packt. Aber ja, wie gesagt, ein bisschen besser als auf dem Stein, ist auch etwas bequemer, weil etwas weicher als direkt auf dem Stein, aber nicht viel, also immer noch beschissen. So, und interessant wird jetzt im Bereich A und oben drüber im Bereich O. Das ist nämlich der humose Oberboden, also A wäre der humose Oberboden, den wir bei fast jedem Boden der Welt finden können, gibt ein paar Ausnahmen, und O ist dann nochmal die Auflage, die sogenannte, also eine Humusschicht, die da oben drauf liegt. So, und da liegt jetzt ein Stück weit der Hund begraben. Denn entweder haben wir eine dicke, fette Auflage, also einen dicken, fetten Bereich von O, dann können wir auf einem Waldboden nahezu ohne Isomatte übernachten. Oder wir haben zumindest einen Boden mit einem sehr mächtigen und sehr, sehr stark humushaltigem A-Horizont. Auch dann können wir mit einer sehr dünnen Isomatte auf dem Waldboden vergleichsweise gut pennen. Ja, also das sind die zwei wesentlichen Bestandteile. Und jetzt gucken wir uns dazu mal noch ein Bild an. Ja, das ist in der Szene, wo der Stefan nochmal empfiehlt, doch in den Wald ziehen zu müssen, zu sollen, der Waldboden, den man da von oben drauf guckend betrachten kann. So, und die paar Krümel, die hier jetzt rumliegen, an insbesondere Schalen der südlichen Buche, Buchecker sozusagen, und ein paar Zweigchen, ja, ein paar Ästchen, ein bisschen Stein
Und das war's. Insbesondere rechts im Bild, da befindet sich quasi überhaupt nichts. Also dieses Zeug, was da rumliegt, als Humus zu bezeichnen, wäre korrekt. Das ist Humus. Allerdings ist das hundsmiserabler Humus und quasi nix. Ja? Theoretisch könnte man jetzt dieses quasi nix an Humus schon so weit zusammenkratzen, indem man sich einen Rechen baut oder ähnliches, um daraus eine große Schicht für eine Person zusammenzutragen und sich da wirklich so einen großen Haufen mit diesem bisschen nix zusammenbaut, dass dieser Haufen dann irgendwann isoliert. Das geht theoretisch. Ja? Muss man halt, ist halt viel Arbeit. Man muss auch diesen Haufen wirklich, wirklich dick machen. Das muss so ein halber Meter, also ein reiner Humushaufen zu Isolationszwecken bei richtig tiefen Temperaturen. Wenn das jetzt kein besonders toller Humus ist und auch noch feucht, da würde ich wirklich sagen, etwa ein halber Meter sollte das schon sein, wenn man da einigermaßen warm, also so richtig warm drin schlafen möchte. Und da bräuchte man schon sehr, sehr, sehr viel Material, um das zusammenzukratzen. Theoretisch würde das aber gehen, ne? Also jedenfalls Beurteilung. Wie gut ist unser Humus im neuseeländischen Wald? Miserabel. Ja? Humus können wir also schon mal ausschließen. Das war also das in der vorhergegangenen Grafik, der Bereich O. Da haben wir quasi keinen. Jetzt bleibt nur noch übrig, um noch möglicherweise eine vernünftige Bodenisolierung zu haben, der A-Horizont. Nochmal zum Vergleich. Hier das Schaubild, also O, eben diese dünne Schicht mit Material, was auf dem Boden drauf liegt. Das ist übrigens üblicherweise Laub. Das kann auch mal Tierkacke sein, wie zum Beispiel die Hirschlosung, oder ein gestorbenes Tier, das langsam verrottet. All sowas bildet in der Gesamtsumme tatsächlich den Humus. So, und wie gesagt, wenn der nicht vorhanden ist, also ist der massiv vorhanden, möchte ich nochmal betonen. Das haben die meisten von uns schon mal ausprobiert. Wer mal in einem Kiefernwald war, so ein oller Kiefernrainbestand zum Beispiel, ja, da liegt oft, wenn man da versucht, ein Loch zu buddeln, gerne mal 10, 20 cm dicke Nadelstreu auf dem Boden rum. Und wenn nicht, probiert das mal aus, sucht euch einen Kiefernwald und guckt mal, wie weit ihr da buddeln müsst, bis ihr überhaupt aus der Kiefernstreu sozusagen rauskommt. Und das ist ein sehr, sehr dichter Auflagehumus, ein sehr dicker Auflagehumus und das ist sehr, sehr warm. Wenn man sich da hinhockt, solange es gerade nicht geregnet hat, kann man auf so einem Waldboden prima bequem und warm sitzen, auch im Winter, ohne sich groß irgendwie eine Isomatte oder ähnliches unter den Hintern klatschen zu müssen. Auf so einem Boden schläft man dann entsprechend auch mit einer sehr dünnen Isomatte schon relativ gut. Ähnliches funktioniert auch im Fichtenwald oder in sonstigen Wäldern mit Nadelstreu, also aus ja, Wälder mit Nadelbäumen, weil eben da entsprechend die sehr lange brauchen, um zersetzt zu werden und sich anreichern und damit eine sehr, sehr mächtige Auflage gebildet werden kann. Die kann bis zu einem halben Meter, in ganz seltenen Fällen sogar über einen Meter mächtig werden, aber weder in Neuseeland noch im durchschnittlichen deutschen Laubwald ist das so viel, dass das nennenswert isolieren würde. Und das ist hier eben, wie Beispiel gerade gezeigt hat, auch der Fall. Auch auf anderen Bildern sieht man nichts, wo besonders viel Humus rumliegen würde. Das ist also einfach keine humusreiche Stelle nennenswert dabei. Ich zeige euch noch ein zweites Beispiel. Hier neben der Hirschlosung, und da liegt hier schon deutlich mehr Material rum und hier müsste man weniger lange kratzen, um eine gewisse Menge davon zusammenzutragen. Aber die ganzen Zweiglein und das ganze gröbere Holz, was hier noch so drin ist, das zählt natürlich nicht. Und ob man auf Hirschlosung übernachten möchte, ist nochmal eine andere Frage. Wenn die mal gefroren ist, dann ist die schon auch erstmal relativ kalt. Aber bestenfalls sieht der Waldboden so aus, wie jetzt hier gerade zu sehen gewesen ist. Das heißt, wir tun uns wirklich schwer, eine warme Position fürs Übernachten durch den Humus zu finden. Also, dass der Waldboden wirklich wärmer gewesen wäre. So, jetzt kommt der A-Horizont. Der A-Horizont, den können wir auch anhand eines Bildes ungefähr abschätzen. Dafür braucht man nämlich im besten Fall ein Bodenprofil, also genau so einen Würfel wie hier schematisch dargestellt. Das hat natürlich keiner für mich angelegt. Das ist sehr schade. Nächstes Mal legt mir bitte ein Bodenprofil an, liebe Teilnehmer. Aber wir haben ein paar umgestürzte Bäume, wo der Stefan rumläuft. Von daher herzlichen Dank an den Stefan fürs Rumlaufen, zumindest für mich zum Wald einordnen, sind die Aufnahmen sehr hilfreich.
Nämlich ist hier bei den umgestürzten Bäumen der Boden offensichtlich ausgerissen worden. Die Wurzel steckte hier in einem Bodenpaket, das sich so ein bisschen ja, typisch Wurftellermäßig hier verteilt hat. Und dabei ist der humose Oberboden offensichtlich auch schon vollständig abgetragen worden, denn was hier jetzt hochragt und um die Wurzel noch drumherum hängt, das ist so ein gelbliches, so leicht ockerartiges Material. Das ist auf jeden Fall etwas in Richtung Lehm. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es könnte auch tatsächlich so einen gewissen einen höheren Tonanteil haben. Dafür müsste man jetzt hingehen, das Ganze in die Hand nehmen, möglicherweise noch dran schlecken. Ja, kein Witz, man muss da manchmal auch dran schlecken, wenn man das genau wissen möchte. Aber was wir auf jeden Fall sehen können, auch ganz oben links im Bild, wenn da überhaupt ursprünglich eine nennenswert große Schicht mit humushaltigem Material drauf gewesen ist, dann ist sie nur sehr dünn und da kommt nicht allzu viel zusammen. Und das bedeutet, wir haben hier also einen wenig Humus enthaltenen Boden. Das ist auch ganz normal für die Höhenlage hier im Gebirge. Da kann sich einfach gar nicht so viel Humus akkumulieren, beziehungsweise nicht in den Boden eingetragen werden. Entweder hast du da eine dicke Auflage oder du hast quasi keine nennenswerte Bodenisolierung. Das bedeutet, der Waldboden ist zu erwarten relativ kalt. Das ist erstmal so. Jetzt sind da natürlich noch Wurzeln drin und Wurzeln geben tendenziell etwas Wärme ab. Wurzeln sind allerdings auch im Wiesenboden drin. Da sind sogar erheblich, also die Dichte der Wurzel ist in einer Graslandschaft der Durchwurzelung des Bodens, ist in einer Graslandschaft höher als in einem durchschnittlichen Wald. Und auch Graswurzeln produzieren ein bisschen Wärme. Das heißt, das nimmt sich nicht viel. Wenn wir jetzt also Waldboden und Wiesenboden vom Flugzeug vergleichen wollen, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen was über den Wiesen Boden vom Flugzeug wissen und dann können wir grob aus bodenkundlicher Sicht sagen, auf welchem Boden es sich denn wärmer schläft. So, die Tussock-Graslandschaft, auf der das Flugzeug liegt, die ist im Grunde eine Langgrassteppe. Kleinräumig zwar, normalerweise sind das riesige, gigantische Gebiete wie fast die komplette Mongolei beispielsweise, aber kleinräumig ist das ökologisch als anthropogen erzeugte Langgrassteppe noch am ehesten einzuordnen, würde ich zumindest sagen, als Mensch, der nicht da gewesen ist und nur über, ja, nicht über alle Literatur verfügt, die man sicherlich hat, wenn man Neuseeländer, Naturforscher oder sowas in die Richtung ist. Aber ein Boden der Langgrassteppe würde so aussehen, ne? Das ist das sogenannte Tschernosem, das heißt weltweit so, das ist ein internationales Bodenklassifikationssystem, World Reference Base for Soil Resources. Und ja, das Tschernosem ist gekennzeichnet durch, wie wir hier oben sehen können, einen riesigen Bereich mit Humus angereichertem Boden. Ja? Denn die Tatsache, dass da ständig Gräser stehen und nichts anderes und diese Gräser immer älter werden und oberflächlich absterben, möglicherweise auch mal abbrennen, je nach Ökosystem gehört da auch mal ein Brand durchaus dazu, aber langsam in den Boden eingearbeitet werden, sorgt das dafür, dass wir wirklich eine sehr, sehr dichte Schicht, eine sehr breite Schicht von sehr stark Humus bzw. Kohlenstoff genau genommen, die schwarze Färbung, Kohlenstoff ist schwarz, außer man presst ihn zu Diamant, ist das nicht mehr. Aber ansonsten ist er schwarz und der wird hier eben in den Boden eingetragen und sorgt dann dafür, dass sich in diesem Kohlenstoffgerüst auch jede Menge Luft halten kann und jede Menge Poren entstehen, riesige Wasserspeichermöglichkeit. Dieser Boden kann das enorme Mengen an Wasser aufnehmen, bevor es oberirdisch überhaupt irgendwas abfließt. Und das ist also eigentlich ein idealer Boden, auf dem wir unser Lager wohl möglich errichten wollen, weil er eben besonders das warm ist, ja, weil wegen dem hohen Kohlenstoffanteil, solange er trocken ist, ist das ein ziemlich warmer Boden für einen Nicht-Waldboden, auf dem wir weniger Isolationsmaterial brauchen, um einigermaßen warm schlafen zu können. Und nochmal, durch die große Wasserspeicherfähigkeit brauchen wir auch nicht so viel Angst zu haben, dass bei einem Regenguss es sofort zu Oberflächenpfützen kommt und wir dann in so einer Pfütze drin liegen, weil der Boden eben sehr viel Wasser erstmal nach unten weiterleitet oder selbst speichert, bevor irgendwas auf dem Boden feucht werden kann. Aber
Ja? Wenn das jetzt so toll wäre, dann wäre ja das Flugzeug der absolute Ultraschlafplatz und man könnte sich fragen, warum die überhaupt ein bisschen gefroren haben in der ersten Nacht. Leider ist das hier ein Tschernosem im Endstadium. Das braucht also ein bisschen Zeit, so ein paar Jahrhunderte bis ein paar viele Jahrtausende, je nachdem, bis sich sowas hier bilden kann. Da Neuseeland ursprünglich mal, zumindest auf der Höhenlage, auf der wir uns befinden, vollständig bewaldet gewesen ist, bildet sich da zwar jetzt so langsam ein Tschernosem heraus. Aber das tut es halt erst seit, ja, seit das Ding eben entwaldet worden ist. Jetzt will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, wann das gewesen ist, das weiß ich nämlich nicht. Aber allzu lange wird es nicht her sein. Höchstens, also bestenfalls so 300, 400 Jahre vielleicht. Und das langt einfach schlicht und ergreifend nicht, um da ein ausgeprägtes Tschernosem auszubilden. Das heißt, wir dürfen davon ausgehen, dass wir unten am Hang vielleicht etwas mehr Humuseintrag haben, weil unten am Hang immer ein bisschen mehr drin ist als oben. Das ist grundsätzlich so. Aber die Unterschiede dürften sich sehr, sehr in Grenzen halten. Und da wir den Boden oben ja gerade gesehen haben, bei den umgeworfenen Baumwurzeln, würde ich behaupten, am Flugzeug ist es, wenn überhaupt, dann nur ein ganz kleines bisschen besser. So, und jetzt haben sie da dankenswerterweise eine Feuerstelle gebuddelt. Und wenn ich dazu jetzt noch ein schönes Bild finden würde, dann könnten wir uns mal angucken, wie der Boden im Verlauf der Feuerstellenbuddelaktion aussieht. Irgendwo habe ich das gesehen, ich suche mal. So, das ist die Feuerstelle kurz bevor das Feuer angezündet wird und ich habe das jetzt einfach in keiner besseren Auflösung gefunden. Es gibt vielleicht noch irgendwo ein paar Szenen, wo man das schöner erkennen kann, aber wir haben es hier mit so einer typischen Bodenfärbung, auch der Aushub um die Feuerstelle drumherum, zu tun, wie wir das auch beim Tschernosem erwarten dürfen. Und ja, das passt eigentlich ganz gut. Und wenn wir da mal in die Feuerstelle reinschauen, sehen wir schon sehr, sehr viel Schwarz. Auch drumherum, der hier festgetrampelte Bereich, der Oberboden, wo halt das Gras schon abgetragen wurde oder weggetrampelt oder sonst wie, das ist alles ziemlich dunkel und ziemlich schwarz. Das bedeutet, wir haben hier auf jeden Fall einen ordentlichen Kohlenstoffanteil im Oberboden drin. Das bedeutet wiederum, das ist ein okayer Boden. Das ist wirklich, da hat man schon Schlimmeres gesehen, um darauf direkt zu nächtigen, beziehungsweise da einen Lagerplatz zu errichten, weil eben bei Regen, dass da nicht allzu schnell zu Pfützenbildung kommen sollte. Leider ist der Boden auch gleichzeitig ein Lehm, ja, das haben wir ja schon festgestellt, und Lehm, der, ja, es kommt ganz stark auf den Lehm selbst an, der kann entweder recht schnell aufquellen und es kommt zu Pfützenbildung oder eben er macht es kaum, weil er recht viele Poren besitzt. Das kann ich ohne da zu sein und ohne das Zeug in die Hand nehmen zu können, wirklich nicht näher beurteilen. Aber Stand hier, nein, der Waldboden ist nicht wärmer als der Boden am Flugzeug. Ja, also jetzt rein vom Boden her. So, hier nochmal zum Mitschreiben. Warme Schlafplätze von gut nach schlecht. Trockener Torf findet man so gut wie nie. Wenn man aber mal das Glück hat, auf irgendeinem abgetorften Moor, auf einem Resttorf, der im Jahr 2018 trocken gewesen ist, übernachten zu können, dann wird man festgestellt haben, das ist aber warm hier. Ja? Ist also nur theoretisch interessant. Das absolute Optimum, was Besseres wirst du nicht finden an Bio-Isomatte sozusagen. Es sei denn, mächtige Humusauflage, je nachdem, was das für ein Humus ist und wie mächtig, kommt er da schon relativ nah ran. Grundsätzlich gilt, wenn irgendwas hier von nass ist, ist es schlechter, als wenn es trocken ist, aber in der Realität, ja, nimmst du halt trotzdem besser einen nassen, guten Isolator als einen trockenen Stein. Im Regelfall ist das die bessere Wahl. So, mächtiger Aha-Horizont, das ist eben dieser humose Oberboden, den wir gerade neben dem Feuer gesehen haben. Warum ist das übrigens jeweils alles so gut? Weil Humus enorm viel Poren besitzt und sich darin eben Luft einlagern lässt. Und Luft ist ja dann bekanntlich der Isolator, den wir haben wollen. Den wollen wir in der Isomatte haben. Den wollen wir unter unseren Klamotten haben. Genau darum geht's. So, ebenfalls noch gut.
ja, so halbwegs gut ist ein anderer Boden mit vielen Poren, die Luft enthalten, also ein lockerer Boden. Das könnte zum Beispiel ein frisch gepflügter Acker sein. Der enthält natürlich auch Humus und alles Pipapo und so weiter und so fort. Aber ja, mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein. Gibt es so in der Natur eigentlich eher selten, ist also jetzt auch wieder mehr von theoretischem Interesse. Und was man dann meiden sollte, sind generell Mineralböden. Die sind aber immer noch besser als Sand oder Kies, als Stein oder schlimmstenfalls Metall. Ah, also das ist eine ganz, ganz blöde Idee. Beton ist quasi Stein und entsprechend Fliesen oder ähnliches, wenn man in irgendeinem Lost Place übernachten möchte, das geht auch in eine ganz ähnliche Richtung. Ja, und dann gibt es natürlich noch künstliche Isolationsmaterialien, dass du dir irgendwo eine Styroporplatte hinschmeißt und so weiter und so fort. Da habe ich keine Ahnung von. So viel zu dem Thema. So, damit kehren wir dann aber auch wirklich zum Ben vor Ort zurück. Der bringt noch ein Beispiel für den Waldboden, auf dem er gerade sitzt. Und dann geht's auch mit dem nächsten Thema weiter. So, hat unser Boden keine organische Substanz auf dem Boden, keine OF-Schicht zum Beispiel, einen Auflagehumus, dann kann es noch sein, dass organische Substanz sich im Boden befindet. Und wenn wir jetzt hier ein bisschen graben, dann fördern wir dieses Material zum Vorschein. Ja, das war noch nicht so richtig toll gegraben. So grob so ein Material. So ein Material hier ist ein humoser Oberboden. Das heißt, der besteht zum Teil aus Mineralkörnchen, die gut die Körperwärme wegleiten würden. In diesem konkreten Fall besteht er aber überwiegend aus Humus, der halt bereits in den Boden eingelagert worden ist. Das heißt, der liegt nicht auf dem Boden drauf als Auflagehumus, sondern ist jetzt in den Boden eingelagert und fein zerkleinert. Und wir können zum Beispiel keine Blattstruktur, direkte Blattstruktur mehr darin erkennen. Wenn das Zeug kalt ist bzw. feucht ist, ist es kalt, aber durch Körperwärme, allein durch Draufliegen, kann das so weit aufgewärmt werden, dass es dann halt eben nicht mehr kalt ist und speichert dann die Wärme ganz ausgezeichnet und sorgt für uns für einen guten warmen Schlafplatz. Bedeutet kein Humus auf dem Boden, okay, aber solange genügend organische Substanz in dem Boden, im Oberboden, im Humus angereicherten Oberboden, in Fachjargon Aha-Horizont genannt, sich befindet, dann haben wir es mit einem prima isolierenden Waldboden zu tun. Das ist hier der Fall. Ja, also wir haben hier zu wenig Auflagehumus, als dass ich mich hier bequem hinhocken könnte ohne meine lustige Sitzunterlage. Es ist ein bisschen feucht, darum sitze ich da gerne drauf. Aber durch den Humusgehalt im Aha-Horizont hat man hier auch bei niedrigen Temperaturen eine vergleichsweise okaye Nacht. Das heißt, die notwendige Isomatte, um auf diesem Waldboden hier übernachten zu können, beträgt vielleicht 2 bis zu diesen Temperaturen, ungefähre Nachttemperatur, diese Nacht zu erwarten, so 5, 6 Grad, ne? Also wärmer als bei den 7 Wilden. Egal, aber mit 2 bis 3 Einzelschichten von BW Faltmatte, ups, so rum, ja, sollte die Isomattendicke für diesen Boden erfahrungsgemäß schon ausreichen. Das ist mein Heimatwald hier. Ich kenne mich hier aus, ich habe das schon oft genug ausprobiert, das könnt ihr mal glauben. So, das erstmal so allgemeine Basics. Ob es im Wald wärmer ist, da haben wir schon in einem anderen Video drüber gesprochen. Ja, im Wald ist es wärmer, ohne das jetzt nochmal herleiten zu wollen. Durchschnittlich 1 bis 3 Grad, sowas um den Dreh in etwa. Ja, das ist nicht nichts, ist vielleicht auch nicht der riesen Game Changer. Windschutz. Windschutz wäre noch ein Thema, da dieser Wald keinen natürlichen Waldmantel hat und die Dichte des Kronendachs relativ gering ist, dürfte der die Windgeschwindigkeit, zumindest der Teil vom Wald, den wir jetzt auf dem Stephanplateau haben, der dürfte die Windgeschwindigkeit am Waldboden, da er sich außerdem noch am Hang befindet und wie gesagt eben nicht sehr hoch ist, um 10 bis 15 km/h verringern. Erfahrungswert von mir. Ja? Das macht natürlich einen gefühlten Unterschied, je nachdem, wie kalt es ist, wenn wir da in die Windchill-Tabelle reingucken, die wir schon mal reingeguckt haben, von sowas, ich schätze jetzt mal grob, aber ich blende es euch ein und könnt das selber nachlesen, von so grob 5, 6, 7 Grad gefühlter Temperatur aus. So, jetzt darf man natürlich nicht vergessen, dass wir Windstille auch am Flugzeug künstlich erzeugen können, indem wir das halt irgendwie winddicht abdichten oder da irgendwelche Wände hochziehen oder sonst irgendwas. Das geht ja potenziell. Ja, das ist ja nicht so, dass das nicht möglich
möglich wäre. Und dann haben wir da auch Windstille und damit ist der gefühlte Temperaturunterschied, der nur durch die Abwesenheit von Wind entsteht, für den Wald quasi wieder rausgerechnet. Also das ist, man hat ihn im Wald automatisch, ja, baut man sich dann noch zusätzlich ein paar Windblocker auf, dann wird man unterhalb der Windblocker oder innerhalb der Windblocker nochmal ein bisschen besser windgeschützt sein, aber weniger als kein Wind geht halt nicht, beziehungsweise ist kein Vorteil mehr. Negativen Wind gibt es nicht. Daher, ja, das kann auf die Schnelle und das könnte potenziell für ein wir liegen einfach nur rum-Szenario in der ersten Nacht ja tatsächlich für weniger Frost bzw. höhere empfundene Temperaturen für die Leute, die im Wald rumliegen, führen, wenn man Isolationsmaterial zum Wald hochgeschleppt hätte. Warum ich immer sage, dass ich trotzdem am Flugzeug geblieben wäre, liegt schlicht und ergreifend daran, dass niemand und ganz bestimmt auch nicht Stefan, also da nichts gegen Stefan, ja, ich habe überhaupt keinen Groll mit dem Stefan, ich habe sein Zeug immer gerne geguckt, ich gucke sein Zeug seit mindestens 9 Jahren. Und da war viel Interessantes dabei und einige wirklich lustige Sächelchen, wo ich wirklich viel Spaß dran hatte, ja, also das nur mal vorneweg. Und trotzdem ist der Stefan nicht Meteorologe. Wenn der also irgendwelche Fähigkeiten zum Einschätzen des Wetters hat, zum Beurteilen, wann es regnet und wann nicht, dann wage ich zu bezweifeln, dass man denen immer vertrauen darf. Ein Forstwissenschaftler, also ich, lernt auch ein bisschen Meteorologie und daher kann ich ein klein bisschen was dazu erzählen, dass Wettervorhersagen anhand von Wolkenbildern zwar gemacht werden können, also es gibt schon Wolkenphänomene, die darauf hinweisen, dass sich das Wetter ändern wird, dass das Wetter möglicherweise schlechter wird, gegebenenfalls besser wird. Wenn du zum Beispiel weißt, dass du in der Westwindzone bist und stehst auf dem Berg und guckst nach Westen und von Westen raus eine offensichtliche Gewitterfront auf dich zu. Wenn du jetzt grob weißt, wie hoch die Windgeschwindigkeit da oben wohl sein mag, was du nicht wissen kannst, weil du die nicht spürst, du kriegst höchstens mit, wie die Windgeschwindigkeit bei dir so ungefähr ist. Und selbst wenn du auf dem Berg stehst, kriegst du ja auch nicht die volle Windgeschwindigkeit nochmal 100 Meter oberhalb von dir, wo überhaupt kein Relief mehr da ist, also keine Strukturen, die irgendwie den Wind beeinflussen, weil da halt im Himmel der Wind unterwegs ist. Ne? Wenn du das alles weiß und das alles grob einschätzen kannst und dann näherungsweise irgendwelche Formeln anwendest, um eben doch die Windgeschwindigkeit einschätzen zu können, dann kannst du dir in einer so eindeutigen Situation ziemlich sicher sein, dass du für die nächste Stunde entweder sagen kannst, dass das Wetter schon bei dir angekommen ist oder eben nicht. Oder du kannst vielleicht sagen, wie lange es noch dauern wird, bis das Wetter bei dir ankommt. Da gibt es dann so ein bisschen Möglichkeiten, gerade wenn man sich in der Region auskennt und da zum Beispiel zu Hause ist oder sowas, dann kann man das noch mal ein bisschen besser einschätzen, weil man nach und nach die lokalen Gegebenheiten für den entsprechenden Berg, auf dem man steht, so ein bisschen kennengelernt hat. Aber grundsätzlich sind das immer nur grobe Wahrscheinlichkeiten und man kann anhand des aktuellen Wolkenbildes, und das zukünftige Wolkenbild kannst du mit bloßem Auge niemals erkennen, höchstens ein paar Stunden bei sehr langsamem Wetter in die Zukunft prognostizieren. Also niemals kann man zum Beispiel abends das Wetter für den nächsten Morgen anhand des Wolkenbildes korrekt vorhersagen. Klar kann man grob Wahrscheinlichkeiten abschätzen, dass wenn das Wetter abends schon beschissen ist, dann ist die Chance, dass es am nächsten Morgen immer noch beschissen ist, relativ groß, muss aber nicht so sein. Wenn das Wetter abends hervorragend ist, dann kann es am nächsten Morgen natürlich auch nochmal hervorragend sein, muss aber nicht so sein. Es ist also schlicht und ergreifend einfach nicht möglich, da eine verlässliche Aussage zu machen. Das Risiko, dass das dann falsch ist, ist sehr hoch. So, und dieses Risiko nimmt noch erheblich mehr zu, wenn man sich im Gebirge befindet, aber das erklärt uns gleich der Ben vor Ort. Manchmal komme ich mir so vor, als würde ich sagen, und weiter geht's nach der nächsten Maus. Es gibt ein paar Wetterregeln. Wenn man die wirklich korrekt identifiziert, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass der Wetterwandel nicht oder besonders stark oder sonst irgendwie ausfällt. Das sind kleine Wahrscheinlichkeiten. Bei den meisten dieser Wetterregeln handelt es sich um so Wahrscheinlichkeiten im Bereich 5% wahrscheinlicher als Zufall. So irgendwie in diese Richtung.
Im Gebirge wird dringend empfohlen von allen Leuten, die sich mit Meteorologie auskennen, also Leute, die hauptberuflich genau das machen, Wettervorhersagen und Wetter erforschen und Wetterphänomene studieren und darüber so richtig viel wissen, die empfehlen im Gebirge immer mit einem raschen Wetterwechsel hin zum Schlechteren davon auszugehen. Weil man kann im Gebirge, insbesondere in Gebirgen, die man überhaupt nicht kennt, die so weit weg sind von Deutschland, wie nur irgendetwas sein kann, Ausnahme der Antarktis vielleicht, da sollte man sich nicht auf Wetterregeln, die eben sehr, sehr ungenau sind, die man aus Deutschland kennt, verlassen. Auch wenn die vielleicht dein Leben lang funktioniert haben, kann das ein reiner Zufall gewesen sein und muss nicht zwingend auch für Neuseeland gelten, zumal Neuseeland ganz andere Wetterphänomene auf der Südhalbkugel hat, ganz andere Hauptwindereignisse, zum Beispiel eben diese Kaltluftströmungen aus der Antarktis, die da jetzt schon lange angekündigt ist und ich möchte endlich mal sehen, dass die ankommt. Das wusste man schon im Vorfeld, das konnte man aus den Wetterdaten, das ist kein Spoiler, sich erarbeiten, dass die da irgendwann mal ankommt. Und es wurde auch schon angedeutet, im Behind the Scenes oder sonst irgendwo das schon gehört zu haben. Wie auch immer, jedenfalls Wetterregeln aus Deutschland zählen in einem Gebirge, in einem Hochgebirge, auch wenn da jetzt nicht vielleicht die allerhöchsten Teile dieses Hochgebirges sind, aber es ist ein Hochgebirge, beziehungsweise es ist ein Hochgebirge hintendran, dass Wettereffekte auch für die niedrigeren Berge, die sind ja nur auf 600 Meter in Anführungszeichen, durchaus haben kann. Da weiß man einfach nicht, wie das Wetter wird. So, und jetzt kann man natürlich als Vorwurf machen, ja, warum liegen die dann unter freiem Himmel am Flugzeug? Den Vorwurf kann man sicherlich formulieren. Die Chance, dass es in dieser Nacht noch regnet, ist tatsächlich auch eher gering einzuschätzen. Daher kann man, muss man nicht, und vielleicht wäre es auch besser gewesen, das nicht zu tun, je nachdem wie risikoavers oder risikotolerant man jeweils persönlich individuell ist, hätte man da vielleicht schon gleich noch ein bisschen mehr Dachmaterial aufbauen sollen, vielleicht schon einen Flügel eben auf das Flugzeug legen sollen, um beispielsweise darunter dann ein kleines Dach zu finden. Aber in jedem Fall hat am Flugzeug zu bleiben den Vorteil, dass man sich dann im Flugzeug eng zusammengekauert mit einigermaßen Regenschutz, und zwar erheblich mehr Regenschutz, als die Natur zumindest im Wald erstmal bietet, hätte man sich da verkriechen können. So, und der Regenschutz, den das Flugzeug bietet, ist mit deutlich weniger Aufwand erstmal zu erweitern, durch eine Markise vorne dranhängen, aus einer der Planmöglichkeiten, die man zur Verfügung hat, als das im Wald der Fall ist. Da bräuchte man länger, um einen halbwegs brauchbaren Wetterschutz zu errichten. So. Und das bringt uns zu dem Grund, warum ich hier in der Praxis heute mal im Wald rumhocke und den kleinen gelben Tod dabei habe. Heißt so, es wurde mal so getauft. Nicht Produktname, braucht ihr nicht googeln, findet ihr so wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung mehr, wie das Ding heißt, aber habe ich mal geschenkt bekommen und ist ein Trucker-Tool, das Amerikaner wohl als Multifunktionswerkzeug an ihrem Truck transportieren, um damit alles Mögliche an anfallenden Arbeiten verrichten zu können. Also eigentlich ein Multitool mit Brecheisen im Prinzip, mit Hammer, mit Nagelzieher, mit mehr oder weniger Axtschneide. Das ist dem Breaching-Tool, was die da bei Seven vs. Wild haben, am nächsten kommt, was ich besitze. Deswegen habe ich das mitgenommen. So, und ja, wie schnell, und das ist jetzt die Frage, kann man denn mit den anthropogenen Materialien, also dem Zeug, was das Flugzeug zur Verfügung steht, an Baumaterial im Wald jetzt ein Lager errichten? Und unter welchem Szenario? Und wäre dieses Lager dann möglicherweise besser als die erste Nacht am Flugzeug oder weitere Nächte am Flugzeug? So, und dafür müssen wir jetzt wissen, welches Material zum Lagerbau am Flugzeug verfügbar ist. So, und da wissen wir, beziehungsweise soweit wir es wissen, ganz genau weiß das tatsächlich niemand, an Tag 1, bevor das Flugzeug vollständig zerlegt und durchsucht ist, wissen wir schlicht nicht, was wir an Isolationsmaterial haben. Also bevor das der Fall ist, wäre auf jeden Fall das bisschen Schutz, was das Flugzeug im Rohzustand bietet, der einzige Schutz, der erstmal verfügbar wäre. So, wenn man dann nach und nach Zeug findet, findet man erstens
die Rettungsinsel. Die Rettungsinsel wird, je nachdem, wen man fragt, als unglaublicher Schatz für massive Mengen an Sheltermaterial interpretiert. Oder man recherchiert mal, was für eine Rettungsinsel so einem Flugzeug üblicherweise beigefügt ist und guckt sich folgenden Screenshot an. Bei diesem Screenshot sehen wir einen Stefan, der diese Rettungsinsel mal hochhebt. So, und wenn der Stefan jetzt nicht unglaublich groß ist, dann hat diese Rettungsinsel definitiv einen Durchmesser unter von 2 Metern, einen Randdurchmesser im nicht aufgepumpten Zustand von unter 2 Metern. Und wenn wir die jetzt in der Mitte durchschneiden, um daraus 2 Stück Plane zu machen, dann haben wir 2 1 Meter breite Stücke, die wohl relativ lang sind, aber wirklich nur an der breitesten Stelle gerade mal 1 Meter haben. Damit kann man vielleicht für eine Person ein notdürftiges Schelterchen zusammenbauen, also pro Stück, ein Stück pro Person. Wenn man den Rand noch aufschlitzt und den Rand quasi nach außen umschlägt, dann kommt da noch ein bisschen Material zusammen. Und dann würde ich jetzt gutmütig würde ich jetzt davon ausgehen, dass wir also aus der Rettungsdecke zweimal ungefähr die Fläche, also aus der Rettungsinsel zweimal ungefähr die Fläche einer Rettungsdecke vielleicht hinbekommen. Vielleicht. Ja. Gehen wir einfach mal davon aus, das sei so. Eine unförmige Fläche einer Rettungsdecke. Dann haben wir also quasi dadurch 2 Rettungsdecken, zumindest von der Größe her. Jetzt dürfte die Insel tatsächlich in der Mitte durchgeschnitten mehr Schutz bieten als eine Rettungsdecke, beziehungsweise zumindest einen stabileren Schutz, weil die nicht so schnell kaputt geht wie eine Rettungsdecke. Das ist also sicherlich schon ein gewisser Vorteil. Alternativ könnte man die Insel auch eben auf ein Dreibein schmeißen oder sowas in die Richtung und dann passen da vielleicht auch 2 Personen auf dem Wege drunter. Da gäbe es möglich das einigermaßen auszuweiten, insbesondere wenn man den Rand eben der Insel einschneidet. So, diese Insel, ich blende euch da mal ein Bild zu ein, die wurde inzwischen gefunden im Internet, wo man die herkriegt. Das ist so ein Teil. Ja, und wenn wir da jetzt quasi in der Mitte, auf der Sitzfläche sitzend, sozusagen in der Mitte den Rand einmal einschneiden und dann den Rand einfach vollständig in seinem gesamten Durchmesser nochmal nach außen klappen, dann kriegen wir eben die maximale Fläche, die wir aus dieser Insel rausholen können. Aber der Boden ist nicht doppelt und dreifach und vierfach und wir können die jetzt nicht nochmal mal 5 machen. Und auch der Schwimmring, der da um den einfachen Boden drumherum ist, lässt sich eben auch nicht beliebig zu ewig viel Material ausbauen, weil es halt nur ein Schwimmring ist. Es sind nicht 4, 5 Schwimmringe, die da übereinander angebracht sind und die Insel ist auch nicht für 12 Personen und hat auch sicherlich nicht 14 Quadratmeter, wie das irgendwer bei Reddit mal ausgerechnet meint, so rum irgendwie. Ja, so, das ist also Material Nummer 1. So, das heißt, nicht unendlich Sheltermaterial. Jetzt ist die Frage, wie viele Rettungsdecken und was für Rettungsdecken oder Rettungsdeckenmaterial steht denn jetzt zur Verfügung? Und da müssen wir jetzt unterscheiden, das ist ganz entscheidend. Es gibt hier das Standardmodell, das ich jetzt als einziges zur Verfügung hatte und es gibt die doppelt so dicke Version. Die hat meistens eine orangene Hülle, beziehungsweise eine orangene Farbe drauf und ich meine das zumindest bei den Biwaksäcken so gesehen zu haben, dass die eher von der orangenen Sorte sind und dann könnte es die starke Version von Rettungsdecke oder auch die große Version von Rettungsdecke gewesen sein. Maße muss ich noch recherchieren, blende ich euch jetzt hier ein. Naja, der BW Online-Shop wird sich bestimmt nicht beschweren, wenn ich ihn jetzt mal als Beispielquelle für so einen Teil verwende, da sie ja die Folge 3 gesponsert haben und da entsprechend der Werbepartner für sind. Ja, das da ist ein Notfall-Biwaksack. Vermutlich sind das ungefähr die Dinger, die sie da auch bei Seven vs. Wild haben. Ob es jetzt genau diese sind, das wissen wir jetzt nicht. Aber ja, wäre eine Option. Und die sind 2,10 Meter mal 90 Zentimeter. Allerdings kann man sie natürlich dann einfach aufschneiden und dann wären sie quasi 2,10 Meter mal 1,80. Und das ist sozusagen die große Variante von Rettungsdecke. So, und dann gibt es noch dieses Rettungsdeckenmaterial hier. Das ist doppelt so dick. Also zum Beispiel die Rettungsdecke wiederverwendbar von Vorklatz, die man beim Decathlon bekommt. Und ich weiß, das heißt nicht Vorklatz, aber ich möchte das einfach gerne so aussprechen. Und damit habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, weil die doch erheblich stabiler ist und die lässt sich tatsächlich wiederverwerten. Hab so ein Ding bisher noch nicht kaputt gemacht, ich habe es auch nicht drauf angelegt, aber die ist halt dann auch wieder nur die normalen 2,10 Meter mal 1,60 irgendwie sowas. Also die Standardgröße. Ja, und
und jetzt keine Ahnung, was die da genau haben. Ist es ein Biwaksack aus dem doppelt so dicken Material? Ist es einfach nur ein Biwaksack aus Standardmaterial? Ist es, keiner weiß es so genau. Also zumindest habe ich das wirklich nicht absolut verifizieren können. Es ist tatsächlich ein ziemlich entscheidender Unterschied, während die Standardrettungsdecke wirklich, wirklich nur eine absolute Notlösung darstellt, kann die stabile Rettungsdecke schon einigermaßen brauchbar als Shelter verwendet werden. Jetzt ist halt einfach die entscheidende Frage, die ich bisher noch nicht wirklich rausfinden konnte, wie viele Rettungssäcke oder Decken, Säcke sind gleich Decken, die muss man halt aufschneiden, dann ist es auch eine Decke, hatten sie zur Verfügung, minus den einen, den sie am Anfang durch Füllen mit Gras bereits kaputt gemacht haben. Hat das Ding einmal ein Loch, braucht man es als Shelter nicht mehr verwenden wollen, weil die Weiterreißfähigkeit von dem Material ist nicht vorhanden. Sobald du das mit Loch irgendwo aufhängst und es geht ein bisschen Wind rein, reißt der Riss jedes Mal ein bisschen größer auf und innerhalb von ein paar Minuten ist das Teil Schrott, beziehungsweise nur noch als Füllmaterial von Schlafsäcken zusätzlich zum Beispiel zu gebrauchen. Da kann man durchaus machen, da gibt es Möglichkeiten, das auf diesem Wege dann auch noch nützlich einzusetzen. So, so eine Rettungsdecke. Egal, ob es jetzt die dicke Version ist, was wie gesagt schon einen Unterschied machen würde. Also ein Shelter nur mit der dünnen Variante halte ich für eine blöde Idee. Ich zeige euch nachher noch warum. Ein Shelter mit der dicken Variante ist zumindest vorstellbar und dann hängt es jetzt eben von persönlichem Charakter und Risikobereitschaft ab, ob man das nun machen möchte oder nicht. Aber Rettungsdecken haben keine Ösen. In keinstem Fall. Auch diese Biwaksäcke haben keine Ösen. Vielleicht gibt es das mal irgendwann zu kaufen, dass man dann doch sich hat was einfallen lassen, um da bereits Ösen einzubauen. Das bedeutet, um die Dinger irgendwie aufspannen zu können als Dach, benötigt man Ankerpunkte an der Plane, also an dem Material. Und da kann man dann zum Beispiel kleine Steinchen einknoten. Aber wichtig, man braucht was zum Einknoten. Und das ist ein entscheidender Punkt, der scheinbar übersehen wurde. Die haben noch keine Schnur an Tag 1. An Tag 2 haben sie immer noch keine Schnur. Das wissen wir ja aus Folge 1 und 2. Schnur ist nicht verfügbar. Ohne Schnur kann man versuchen, einen Rettungsdeckenshelter aufzubauen, indem man einen Stock nimmt, einen Ast nimmt, den der Länge nach, also solange der noch frisch ist, spaltet man den der Länge nach mit einem scharfen Messer. Dann gibt es da quasi so einen Pinzetteneffekt und kann dann das hier da quasi in diesen Pinzetteneffekt reinstecken und dann wird das grob gehalten. Diese Verbindung ist aber niemals stabil. Was haben Sie denn alternativ als Schnur? Draht. Ein bisschen Draht ist vorhanden, dass, wenn man es nicht in Folge 1 und 2 schon erfahren hat, weiß man es dann irgendwann später, dass zu diesem Zeitpunkt bereits ein wenig Draht aus dem Flugzeug ausgebaut werden konnte. Und spätestens wenn der Frauenkoffer, der sogenannte, gefunden wird, stehen Textilien zur Verfügung. Man könnte also mit den ebenfalls zur Verfügung stehenden Messern aus zum Beispiel einem T-Shirt, das als Klopapier verwendet wird, auch einen langen Band Buntstoff herausschneiden, indem man das Messer so ganz grob so da durchführt und dann kriegt man einen langen Streifen Stoff. Mit diesem langen Streifen Stoff, könnte man vielleicht Schnur improvisieren. Jetzt gehe ich einfach mal davon aus, dass ab Tag 2 auf diesem Wege so eine Art von Schnur verfügbar gewesen wäre. Das heißt, wir haben Schnur, wir haben Plane, wir haben Messer und wir haben dieses Ding, beziehungsweise halt ein Breaching-Tool und meinen Ersatz davon. Können wir jetzt damit innerhalb von Windeseile ein Shelter in den Wald zimmern? Das hängt auch sehr stark davon ab, A, wie viel wird dabei gefilmt, B, wer macht's? Wenn das Sandra macht, dauert es vermutlich länger, als wenn das Joe oder Joey oder Stefan machen. Und das hängt dann drittens eben davon ab, wie lange es dauert, die benötigte Schnur herzustellen. Die muss ja auch erstmal hergestellt werden. Und wie lange sie brauchen, um einen entsprechenden Platz dafür zu finden. Aber jetzt gehen wir einfach mal davon aus, Schnur ist hergestellt und oder vorhanden. Und ein entsprechender Platz ist gefunden.
da irgendwo, in meinem Fall. Und jetzt kann man eben, sofern man genügend Leute im Team hat, die wissen, wie man Rettungsdeckenshelter baut, theoretisch anfangen, ein Rettungsdeckenshelter zu bauen. Man kann dann später noch einen Holzverschlag oben drüber bauen, was notwendig ist, wenn ein Rettungsdeckenshelter lange halten soll. Aber zum Verbau von Rettungsdecken als Dach habe ich noch nie eine andere Option kennengelernt, als wenn es da was anderes gibt, was in den Annalen des Survival-Wissens mich nie erreicht hat. Okay, ja, dann lerne ich das sehr, sehr gerne und bedanke mich schon mal für den entsprechenden Kommentar, wie man die anders aufspannen kann. Aber um hier Ösen zu improvisieren, muss man einen Gegenstand da einschlagen. Das ist eine Roteichel. Die hat hier vorne eine kleine Spitze, ist also gar nicht ganz optimal. Je ründer und je unkaputt, also je ohne scharfe Kante ein Gegenstand ist, desto besser lässt er sich in so eine Rettungsdecke einwickeln. Und dann wickelt man die da ein, ja, und macht das ungefähr so. Das war jetzt vielleicht schon ein bisschen zu viel oder zu wenig, schwer zu sagen. So. Und dann nimmt man Schnur, das hätte ich natürlich vorher machen müssen, und wickelt dann die Schnur hier um das eingewickelte Steinchen, Eichel, Stück Holz geht auch, und sorgt damit dafür, dass das eingewickelte Objekt dann nie wieder rausgeht. Und hat damit jetzt hier einen Knoten, wo man dann mit einem anderen Stück, also das machen wir jetzt noch einen Knoten und so weiter, und dann kann man mit einem anderen Stück Schnur das an diesem Ding abspannen. Ja? Das geht jetzt, sobald man das hier eingebaut hat. Blöde ist, man braucht halt Schnur. Ja? Und ich kenne keine andere Variante, um diese Teile aufzubauen, ohne Schnur, damit sie auch wirklich vernünftig halten und ohne solche Abspannpunkte herzustellen. Aber nochmal, wenn da jemand was Besseres weiß, bitte gerne. Vielleicht kann man eine Ecke auch einfach so mit Schnur abspannen. Die rutscht aber runter. Die rutscht auf jeden Fall runter. Dieses Zeug ist ja super, super glitschig. Gut, ich packe mir jetzt an meine Rettungsdecke mal zwei solche Roteicheln rein und dann zeige ich euch, wie es weitergeht, weil dann bauen wir mal kurz ein Rettungsdeckenshelter. Ja, und gehen dann davon ausgehend, wenn das jetzt für 7 Personen sein sollte, was für Optionen dann zur Verfügung stehen, die mir zumindest bekannt sind. Bis gleich. So, neben 2 mit Schnur umwickelten Eichen brauchen wir jetzt als nächstes Bauteil 2 Stangen. Die sollten sowas ungefähr um 1,20 Meter oder sowas hoch sein. Und dann wäre es wichtig, dass wir diese schön rund machen an dem Bereich, wo wir die Rettungsdecke anbringen wollen. Wenn wir sie da nämlich nicht schön rund machen, dann gibt es da kleine Mikrorisse und dann reißt die Decke da ein. Und dann war es das, ne? Dann ist die Decke, also die ist dann nicht kaputt. Also wenn sie an den Ecken abreißt, dann kann man das gleiche Spielchen nochmal machen und die neu entstandenen Ecken, weil irgendwelche Ecken hat sie ja immer, dann einfach nochmal verwenden, aber wir verlieren Fläche. Wir verlieren vor allen Dingen Fläche. So, und jetzt ist es natürlich in einem durchschnittlichen Wald nicht weiter schwierig, hier ein paar geeignete Stangen für sowas zu finden. Das Ding hier kommt zum Beispiel jetzt mal in die Nähe raus, weil es natürlich krumm und schief und ist vor allen Dingen außerordentlich morsch, wie ihr jetzt nicht gesehen habt, aber ist so. Das heißt, wir nehmen, gerade wenn wir Bäume fällen dürfen, darf ich ja nicht, könnte man 2 elastische junge Bäumchen nehmen. Lustigerweise haben sie gar keine elastischen jungen Bäumchen in diesem sehr eigentümlichen Notophagus-Wald. Aber ich vermute schon, dass man irgendwie, wenn man lang genug sucht, Zeiteinsatz vielleicht 10 Minuten pro Stock, weil das soll ja lange halten, dann nimmt man vielleicht einen guten Stock und lass es, wenn du rennst wie ein Bekloppter, 5 Minuten sein, dass du nur so lange brauchst, um einen guten Stock zu finden, dann findet man da sicherlich auch im 7 vs. Wild Wald irgendwo einen geeigneten Ast. Ich nehme es zu Demonstrationszwecke die erstbesten 2, die ich finde, und da braucht ihr nicht mir großartig beim Suchen zuzugucken, und zeige euch das dann, wenn ich sie gefunden habe. So, ich bin jetzt wieder zurück, habe mit Blick auf die Uhr genau 10 Minuten für die Stocksuche investiert und habe unter anderem so ein Ding gefunden.
das ist scheiße, aber wenn man jetzt hier halt, klar, könnte ich junge Bäume umbringen, hätte ich in kürzester Zeit zwei sehr stabile Jungbuchen gekillt und hätte damit zwei schöne Äste. Ne? Also das ist natürlich jetzt nicht realistisch, dass ich mir die Dinger vom Boden aufsammeln muss, aber ich will nur mal zeigen, in einem durchschnittlichen deutschen Wald, der eben nicht mal Nadelwald ist, wo solche Stangen in größerer Menge vorkommen, ist das gar nicht so einfach geeignetes Material zu finden. Das Ding hier sieht jetzt stabiler aus, ist aber auch schon ziemlich morsch. Und wenn man so dicke nimmt, ihr müsst euch ja vorstellen, wir müssen die jetzt hier oben mit dem Messer rund kriegen. Also wirklich schön so, dass da keine Spitzen und keine Bereiche sind, wo, wenn man die Decke drüber spannt, ja, die Decke kaputt machen. Das war schlechtes Deutsch, egal. Daher, ja, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Und die andere Seite braucht ja noch eine Spitze, damit wir das Ganze noch ein bisschen in den Boden gerammt bekommen. Da darf er also auch nicht allzu morsch sein. Daher ist sowas, das wäre eigentlich von der Länge, von der Stabilität her gut, aber schwierig. Ja? Also man muss wirklich ein bisschen suchen, wie gesagt, wenn man keine jungen Bäume umbringen möchte oder darf. Vorzugsweise beides, dann ist das ein bisschen gar nicht so einfach. Daher nehme ich jetzt, glaube ich, einfach mal dieses Ding, auch wenn der krumm und schief ist, und nehme den anderen, der krumm und schief ist. Und dann machen wir das halt in krumm und schief. Es geht ja nur um Demonstrationszwecke. Das muss ja nicht mich heute Nacht irgendwie vor irgendwas beschützen. So, bedeutet, wir suchen uns jetzt, nachdem wir die Stöcke halbwegs haben, oder zumindest irgendwas, was dem ausreichend nahe kommt. Die sollten dann auch gleich lang sein. Ne? Das ist jetzt das Nächste. Das heißt, ja, allein, dass das geht, ist jetzt schon ein Zeichen dafür, dass das natürlich kein Langzeitstock wäre. Und ich würde die dünne Seite als oben nehmen und mache die jetzt noch ein bisschen rund mit dem Messer. Und dann können wir uns auch schon das Plätzchen suchen, wo wir das aufbauen wollen. Also selbst wenn ich jetzt 10 Minuten nach Stöcken suche und sagen wir mal, weil ich es zum ersten Mal mache, 10 Minuten gebraucht hätte, um zwei Steine irgendwo zu sammeln, die schön glatt sind, oder zwei Stückchen Holz, die schön glatt sind, und entsprechend Schnur improvisieren musste, beziehungsweise ich habe Schnur improvisieren jemand anders machen lassen, weil ich ja derjenige bin, der das Lager baut, wer immer auch derjenige ist, der Schnur improvisiert. Aber wenn wir das alles teammäßig koordiniert bekommen, das Team die Notwendigkeit sieht, dass das Ganze einigermaßen schnell gehen muss, nicht allzu viele Leute die ganze Zeit immer nur mit der Kamera hantieren. Ein bisschen mit der Kamera hantieren tue ich ja auch. Wahrscheinlich sogar mehr als die, also rein längenmäßig. Aber da würde ich jetzt Zeitansatz im Team mit vernünftiger Arbeitsteilung. Wie gesagt, gehen wir einfach mal davon aus, wir haben vernünftige Arbeitsteilung und das funktioniert alles. Dann würde ich einen Zeitansatz von 20 bis 30 Minuten inklusive allem, ja, vielleicht nicht mit Schnur vorbereiten, aber das kann ja, wie gesagt, vorher woanders gemacht werden und so weiter. Von, ja, sowas um den Dreh würde ich dann veranschlagen wollen. Das heißt, kann man ratzfatz eine Rettungsplane in den Wald stellen, insbesondere wenn man begabter ist als ich. Ich bin ja völlig unbegabt bei handwerklichen Dingen. Ja, das kann man. Ja. Wo das Problem jetzt immer noch liegt, um das schon mal vorwegzunehmen, ist tatsächlich die Tatsache, dass es in einem Wald bei schlecht Wetter, und deswegen brauchen wir ja ein Shelter. Ein Shelter ist ja nicht dafür, also auch selbstverständlich dafür da, bei gutem Wetter eine gewisse bessere Wärmeisolation und so weiter und so fort zu bieten. Ja, gerade in kalten Lebensräumen ist das selbstverständlich auch eine Funktion des Shelters. Und das kriegst du ein Stück weit natürlich mit den Rettungsdecken ein bisschen besser hin, aber eine einfache aufgespannte Rettungsdecke ist jetzt kein umfänglicher Windschutz, der einen vor jedem bisschen Zugluft bewahren würde. Das müsste man dann also nach und nach auch mit Ästen noch ein bisschen verbessern, und die Rettungsdecke wäre langfristig gesehen, ich erkläre das dann auch gleich nochmal, wenn sie steht, nur die, ja, die Wetterschutzkomponente sozusagen, also das, was dann hoffentlich am Ende dafür sorgt, dass man nicht nass wird, wenn es dann regnet. Und
Da muss man sie eben entsprechend beschützen, dass sie nicht kaputt geht. Und da steckt so ein bisschen, da steckt der Hund, liegt der Hund begraben, so rum. Und dafür müssen wir nämlich, nachdem wir die Rettungsdecke einfach nur aufgespannt haben, was schnell geht, auch noch ein Astgeflecht drüber bauen, damit, wenn mal was vom Baum fällt, und damit ist im Winter, ja, im Winter und im Wald und auch im Herbst und auch in Neuseeland, insbesondere in einem brüchigen Notophaguswald mit sehr stark brüchigem Holz, durchaus zu rechnen. Und das macht dann die Arbeit. Ja? Und das werde ich heute auch gar nicht mehr hinkriegen, beziehungsweise habe ich auch keine Lust. Und B, wäre das tatsächlich, es ist jetzt 16 Uhr, so gegen 17:30 wird es duster, wäre das zeitlich tatsächlich jetzt schon fast ein bisschen knapp, wenn ich da wirklich noch einen Holzüberbau herstellen wollen würde. Jetzt bin ich natürlich allein, aber auch in der Gruppe halte ich das für nicht ganz so einfach machbar. Dann bräuchte man nämlich nochmal zusätzliche Stöcke. Davon abgesehen, dass ich hier jetzt auch Schrottstöcke genommen habe, die deutlich größer sind, mit denen man dann eben ein Dach über die Konstruktion drüber bauen kann. Aber dazu gleich mehr, wenn das Ganze steht. So, und ich baue es einfach auf und zeige euch dann, wie es aussieht. Da müsst ihr mir jetzt nicht groß bei zugucken. Ihr werdet es euch denken können. Das heißt, man spannt jetzt die Rettungsdecke quasi hier einfach drüber, macht das nochmal mit Schnur fest. Und wenn die dann anhand dieser Stöcke, die wir unten noch anspitzen, im Boden dann halt befestigt ist, dann spannt man sie mit den beiden Eicheln nach hinten ab. Und ja, ihr seht es gleich. Aber das ist wirklich kein Hexenwerk. Das ist tatsächlich auch schnell gemacht. Ich spitze die jetzt gerade noch mal gleich an. So, herzlich willkommen in meiner neuen Hütte. Ich lege mich mal demonstrativ hin. Nochmal, ich bin 1,90 Meter, genau genommen 1,89 Meter. Und ich passe hier so gerade so drunter. Ja? Also wenn der Wind tatsächlich komplett von hinten kommt, dann bin ich hier vom Wind einigermaßen geschützt. Ein kleines bisschen was zieht noch unter dem Ding durch. Will man jetzt hier drunter zum Beispiel Platz für zwei Personen haben, die ungefähr meine Statur haben, dann müsste ich jetzt als Ben Nummer 1 deutlich weiter da reinrutschen. Okay, und jetzt könnte, also erstens habe ich dann immer Planenkontakt. Klar, das kann man ein bisschen besser bauen, selbstverständlich, aber ich hätte wahrscheinlich wirklich immer Planenkontakt. Und dann könnte ein Ben 2 hier hin. Da müsste man aber wirklich sich sehr lieb haben. Und das Problem ist, wenn als Wärmequelle ein Feuer, also ihr jetzt das Feuer seid, das Feuer ist da, wo die Kamera steht, dann kriegt der eine volle Kanne Wärme ab, inklusive Reflexion von der Plane. Der andere kriegt nur Reflexion von der Plane. Und für zwei Personen geht das zwar, insbesondere wenn das Feuer sehr groß ist, aber irgendwann muss man Plätze tauschen und das gibt eine unruhige Nacht. Man kann das machen, aber ja, toll ist das nicht. Nochmal, ne? Also wenn man sich jetzt mehr Mühe mit dem Aufbau gibt und nicht ich ist, aber nehmen wir mal an, das Ding hätte jetzt Hugo gebaut, ja, dann gäbe es es vielleicht nicht. nehmen wir einfach mal an, das Ding hätte, jetzt will ich auch nicht Uwe zu nahe treten, indem ich sage, es ist von Uwe. Vielleicht ist der ja auch, der ist ja gelernter Handwerker. Der hat irgendein Handwerk mal gelernt. Das heißt, da ist er wahrscheinlich auch erheblich besser als ich. Also nehmen wir mal an, das Ding ist von Julia. Ha! So, jetzt. Ich hoffe, ich trete Julia nicht zu nahe. Und die hätte sich mehr Zeit und mehr Mühe gegeben und vernünftige Stöcke gesucht, beziehungsweise Bäume dafür gefällt und so weiter und so fort. Ja, eine Julia passt da auch drunter, ein Stefan passt da drunter. Wie groß ist ein Joe? Ist Joe schon 1,90? Joe ist relativ groß. Weiß ich nicht, aber vielleicht ungefähr wie ich. Und dann kann man sich ungefähr ausmalen, wie viele Personen man dann da drunter bekommt. So, das große Problem bei den Dingern ist, sobald da jetzt was drauf fällt, was nennenswert Substanz hat, also irgendwas, so ein Ast auf jeden Fall, ja, dann hast du da ein Loch drin. Aber
Davon kannst du ausgehen. Zweitens, die bieten, wie gesagt, eben Windschutz, nur dann, wenn der auch von hinten kommt. Wenn der aus irgendeiner anderen Richtung kommt, dann quasi nicht mehr. Und was Besseres als ein Lean-To-Shelter kannst du mit so einer Rettungsdecke einfach nicht aufbauen. Dafür ist die zu klein. Beziehungsweise für sehr kleine Personen, die könnten vielleicht noch einen A-Frame-Shelter versuchen, sprich ja so einen A-förmigen Tunnel im Grunde. Wenn man den dann ein bisschen höher hängt und den Winkel der Plane relativ flach sein lässt, dann geht das vielleicht auch noch, aber dann halt höchstens für eine Person. Da passen dann auf keinen Fall mehr zwei Nasen runter. Also so könnte es mit zwei klappen. So, das heißt, jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir da zwei drunter machen wollen. Dann stellt euch bitte folgendes Szenario jetzt für ein Lager vor. Ja? Das hier ist Schlafplatz 1. Da drüben befindet sich Schlafplatz, also da befindet sich Schlafplatz 2, genauso aufgebaut wie das Ding, was ich jetzt hier errichtet habe. Gegenüber logischerweise Schlafplatz 3 und wenn man dann möchte, dann noch hier Schlafplatz 4. Also hier nochmal aus der Draufsicht in sehr hässlich zusammengemalt. Ne? Also im Prinzip um die Feuerstelle 4 solche Schrägdächer. Und wenn man dann pro Schrägdach 2 Nasen drunter packt, dann hat man da theoretisch 8 Personen untergebracht. Muss man halt gucken, dass man irgendwie durch die, an der Seite da irgendwie reinläuft oder eine Ecke ein bisschen offener lässt und den Rest versucht irgendwie mit Ästen zuzukriegen und so weiter. Aber das wäre so ein Standard-Lagerplatz, oft auch zu einer Seite offen. So, und ich glaube, das Prinzip ist klar. Man macht im Grunde ein Rechteck aus diesen Dingern und in die Mitte stellt man das Feuer. Und da wäre dann rein nach Adam Riese Platz für 8 Nasen. Ja, unter diesen fragilen Planen. So, und jetzt muss ich euch mal kurz abschrauben, während ich rede. Denn wenn wir jetzt eben das Lager noch ein bisschen stabiler hinbekommen wollen, und das Lager soll ja vermutlich auch nicht allzu riesig sein, weil die Wärme vom Feuer strahlt ja nicht ewig weit ab, sondern eben nur in die nähere Umgebung. Das heißt, man möchte nah am Feuer bleiben, um dann davon profitieren zu können. Das bedeutet, wir müssten jetzt zusätzlich zu meinem krummen Konstrukt hier noch einen dicken fetten Balken hinbauen mit Astgabel. In diese Astgabel kommt ein weiterer dicker fetter Balken nach da hinten. Ja? Und dann geben wir noch einen weiteren fetten Balken in die Astgabel nach da drüben. Und hier ist die nächste Astgabel und da finden sich wieder ein Balken nach hinten und ein Balken zur anderen, beziehungsweise der Balken zur anderen Seite wird da halt abgelegt. Ich glaube, ihr könnt euch es vorstellen, ja, ihr seid ja nicht doof. Und dann muss man halt eben auf diesem Querbalken, der jetzt hier quasi entlang geht, noch jede Menge Äste nach da hinten ablegen, um hier eben genügend Holz auf der Plane sozusagen, eben nicht auf der Plane, sondern über der Plane, die Plane bitte frei schweben, sonst kriegt die Löcher, wenn die Kontakt mit dem Holz hat, unter Wind. Die Plane also frei schwebend und das Holzgerüst eigentlich nur als Schutz, damit da eben auf die Plane nicht was Schweres drauffallen kann, was die Plane sofort kaputt macht. Ja, aber zugegeben, für eine erste Nacht könnte man das Risiko eingehen und nur unter solchen Dingern pennen. Und wenn man da statt Rettungsdecke eben die bessere Rettungsdecke hat, statt normale Rettungsdecke, dann ist das schon erheblich stabiler. Und wenn man sogar da ein Stück Boot verwendet, jetzt gehen wir mal spaßeshalber davon aus, dass das Boot 2 Rettungsdecken entspricht, was es nicht tut, das Floß, die Rettungsinsel, wie auch immer, dann hätte man da schon die theoretische Möglichkeit, so ein Lager zu errichten. Also, solche fragilen Lager, die zumindest halbwegs regengeschützt sind, sind möglich. Sind die groß? Nein. Passt man da drunter, wenn man jetzt nicht unbedingt ich ist, dann auf jeden Fall, also kleiner als ich, ne? Aber zu zweit schwierig. Das heißt, für ausreichend Platz bräuchte man entweder größere Planen und könnte das einfach so groß bauen, dass 2 Leute bequem nebeneinander liegen können. Dann bleibt ja das Problem, dass nur einer am Feuer liegen kann und der andere jeweils nicht. Und an Wärme bestenfalls eben Rückstrahlungswärme von der Rettungsdecke sozusagen abbekommt. Ja, und alternativ kann man noch ein zweites solches Rondell bzw. so ein Rechteck bauen, wenn man dann genug Baumaterial hätte. Das steht aber vermutlich nicht zur Verfügung. Es wurde zwar diskutiert, dass man 4 Rettungsdecken und 4 Rettungssäcke hätte.
Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann würde das gehen. Wenn man nur 4 Rettungssäcke oder 4 Rettungsplanen oder was auch immer, oder je zwei davon, das ist halt wie gesagt nicht abschließend geklärt, hat, dann ist das überhaupt keine Option. Und das lässt meiner Meinung nach das Baumaterial, das für Waldbauwerke zur Verfügung steht, eher dürftig aussehen. Und wenn du unter so einem Ding mal gepennt hast und dir vorstellst, dass du das jetzt 2 Wochen machen musst, bei niedrigen Temperaturen, bei möglicherweise miesem Wetter, und selbst wenn es schön abgespannt ist, ja, dann ist es natürlich, gibt es Leute, die sagen, ja, das ist mir lieber als potenziell 3 schöne Schlafplätze im Flugzeug für die 3 potenziell Schwächsten in der Gruppe zu haben und wohlmöglich eben noch 2, mindestens 4 weitere Schlafplätze einrichten zu können, zum Beispiel unter den angestellten Flügeln am Flugzeug. Wenn man die da drauflegt, dann kann man sich unter den Flügel quasi drunter legen und dann hat man ein erheblich stabileres Dach. Man hat nicht die Möglichkeit oder die braucht nicht die Angst zu haben, dass einem was auf das Dach fällt. So, und mir persönlich erscheint das so viel gemütlicher, inklusive mit den 3 gut schutzbaren, weil das Material, das wir hier jetzt verbauen, haben wir ja sonst alternativ am Flugzeug und damit können wir die Löcher des Flugzeugs einigermaßen zumachen. Damit haben wir also, wie gesagt, 3 einigermaßen gut bis hin zu tatsächlich gut schützbare Schlafplätze, die erheblich besser sind als sowas, selbst mit Holzgitter sozusagen drüber. Und kann man das noch irgendwie erweitern? Kann man das noch irgendwie besser machen? Vielleicht kommen da ja noch Baumaterialien in Form von irgendeinem Koffer. Die Spielregeln sehen ja vor, dass immer mal wieder Koffer verfügbar werden, in denen dann mögliche Ausrüstung drin sein könnte. Und vielleicht gibt es da noch mal ein richtig schönes großes Tarp oder sowas in die Richtung. Ab dem Punkt könnte man dann meiner Meinung nach schon drüber nachdenken, ob man vielleicht lieber in den Wald umzieht. Wenn man jetzt sagt, die Nähe zu Feuerholz ist uns unglaublich wichtig und wir davon ausgehen, dass wir kein nahes Feuerholz oder nur mit riesigem Auswand Feuerholz zum Flugzeug transportieren können. So, das habe ich ja schon mal ausgerechnet in einem anderen Video. Und insbesondere, wenn man noch irgendwie einen Schlitten improvisiert oder das Feuerholz im großen Stil den Hang runterzieht und gar nicht so sehr trägt, und im Bedarf, dass man sowieso das Feuerholz klein macht, damit es eben nicht so sehr qualmt, falls man das dann eben so möchte. Wie gesagt, ganze Stücke draufschmeißen, das geht schon. Gerade wenn man ein sehr großes Feuer macht, das könnte man im Wald dann tun. Aber selbst dann, wenn du im Wald ein sehr großes Feuer machst und dann große Stücke Holz draufschmeißt, dann qualmt das immer noch wie Sau. Ja, und ein Riesenfeuer kannst du auch wieder nicht machen, weil das dann schnell zu groß wird für diese Form von Shelter. Dann müsste man das deutlich weiter auseinanderbauen. Dann hat man wiederum den Windschutz nicht. Also es ist schon nicht so einfach. Und ein Funken trifft die Plane und die Plane schmilzt. Gerade bei einem großen Feuer blöd. Ja? Das ist also auch wieder so ein Thema. Mit Boot mag das vielleicht funktionieren. Ich habe keine Ahnung, wie brennbar das Ding ist. Aber nicht, dass noch jemand auf die Idee kommt, das auszuprobieren. Aber kann man machen. Kann man machen, ist eine Möglichkeit, wäre auch die einzige Möglichkeit, wenn eben nicht eine Blechkonservenbüchse namens Flugzeug zur Verfügung stehen würde. Persönlich würde ich mich aber wohler fühlen im Flugzeug, denn das hier ist ein Wald. Im Wald, auch wenn das ganz viele Laien, uns Experten, immer nicht glauben, besteht ein gewisses Astschlagrisiko. Und selbst wenn man sich genau anguckt, dass man keine Todäste über sich hängen hat, im Übrigen hängt da durchaus einer. Für so einen kurzen Aufenthalt ist das jetzt nicht schlimm. Übernachtet hätte ich hier jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann mit der GoPro. Aber da oben, ja, nee, den kann man nicht sehen. Aber es ist einer da. Ich markiere ihn euch vielleicht im Bild, wenn ich dran denke. Wahrscheinlich nicht. So, dann werden wir jetzt nochmal konkreter und untersuchen mal ein paar Bilder
Ich nehme Standbilder, weil langt für unsere Zwecke, auf mögliche Lagerplätze im Wald, bei denen das Risiko, vom Baum erschlagen zu werden, vergleichsweise gering ist und wo wir genügend Platz haben, um da auch ein brauchbares Shelter für 7 Personen hinzubekommen. So, und bezüglich Astschlagrisiko sehen wir in diesem Wald, dass es im Grunde zwei Bestandesalter gibt. Einmal den Jungbestand hier ganz rechts im Bild im Hintergrund und andererseits Altbestand mit deutlich brüchigen Bäumen. Gerade hier rechts vom Stefan kann man wunderbar sehen, dass das Holz wirklich sehr leicht auseinanderzubrechen scheint. Das tut es offenbar auch in größeren Stärken und splittert auch stark. Es liegt einiges an abgebrochenem Material am Boden und gerade wie gesagt, die älteren Exemplare der Bäume, die scheinen relativ früh relativ brüchig zu werden, was naheliegend ist, wir sind hier ja immerhin im Gebirge auf einer gewissen Höhe, da ist das kein größeres Wunder. Dass Nothofagus vergleichsweise brüchig ist, scheint allerdings evolutionär kein großes Problem für die Baumart zu sein. Wie alt die werden, habe ich leider auch nirgendwo rausfinden können. Ja, wie auch immer, jedenfalls scheint es zur Ökologie dieser Wälder zu gehören, dass die Bäume durchaus mal abbrechen dürfen. Insgesamt liegt in diesem Wald auch relativ viel Totholz rum, überall liegen Zweige am Boden und in Anbetracht dessen, dass es hier kaum Humus gibt und auch immergrüne Bäume werfen Laub ab, ne? So ist es ja nicht, dass das da gar nicht passieren würde, würde ich vermuten, dass das damit zusammenhängt, dass hier entweder der Wald jetzt erst seit kurzem in der Zusammenbruchsphase oder in der zumindest bricht einiges runterphase angekommen ist und diese jetzt noch andauert, also zumindest in den älteren Teilen des Bestandes. Und darauf weisen dann auch ein paar andere Bilder noch hin. Aber potenziell ein möglicher Lagerplatz, darum habe ich diese Bildschirmaufnahme hier auch gemacht, ist hier über von uns aus gesehen, Stefan, also von über Stefans rechter Schulter, von uns aus gesehen die linke, befindet sich genau dahinter eine ebene Fläche am Waldboden, die also relativ eben, die so aussieht, als könnte man sie sich zumindest mal näher angucken, ob man da nicht wohl möglich vielleicht sogar potenziell einen Lagerplatz hinbekommen würde. Allerdings wäre das schon relativ eng, könnte aber sein. Dem Baum, der da rechts von dieser Fläche rumsteht, würde ich aber nicht unbedingt vertrauen wollen. Der steht inzwischen zu frei. Bei Wäldern, die grundsätzlich sowieso über eine gewisse Brüchigkeit verfügen, sollte man immer vorsichtig sein, wenn innerhalb des Waldes ein Baum besonders solitär, also sprich frei von allen anderen, mit freier Krone zu allen Seiten herumsteht. Denn der ist wahrscheinlich der letzte Überlebende und besonders windexponiert, wenn der Wind hier reinfährt. Dann trifft er besonders den einen freistehenden Baum. Und ja, der ist wie gesagt immer grün. Das heißt, er hat immer auch einen gewissen Windwiderstand. Und da besteht schon ein gewisses Risiko, dass der dann umkracht. Man müsste sich den Gesundheitszustand von dem Baum jetzt genauer angucken. Das können wir natürlich nicht machen, da wir nicht da sind. Und einschätzen, wie vital der noch ist, wie gut das Holz ist. Gucken, ob wir Anzeichen von irgendwelchen Pilzbefall finden. Sobald da irgendein Pilzbefall festzustellen ist, wäre es für ein langfristiges Lager mit einem großen Risiko verbunden, unter so einem Baum oder neben so einem Baum zu nächtigen. Ja, natürlich kann das gut gehen, selbstverständlich. In den meisten Fällen wird das auch gut gehen. Und einige von uns werden auch berichten können, dass sie unter sowas schon zigmal geschlafen haben und nichts ist passiert. Ja, aber was ist, wenn halt mal was passiert? Dann kannst du sagen, ja, aber sonst ist nie was passiert. So als letzte famous last words für auf dem Grabstein. Ne? Also klar, kann man dieses Risiko eingehen. Das hängt halt, wie gesagt, sehr stark vom Charakter ab. Gut, machen wir noch ein anderes Bild. Ja, hier haben wir zum Beispiel einen ganzen Haufen Totholz. Das ist vielleicht die andere Seite von den Stämmen, wo der Stefan schon drauf zugelaufen ist, aus der anderen Richtung. Schwer zu sagen. Aber hier jetzt rechts, beziehungsweise in front of the Stefan, da wäre auch vielleicht ein möglicher Lagerplatz. Das Gute ist, wenn man neben so einem Bereich, wo ein ganzen Haufen Bruchholz rumliegt, nächtigt, kann es sein, dass da einfach schon alles umgekracht ist, was da umkrachen konnte. Wenn man sich jetzt also
die noch stehenden Bäumchen anguckt, und die sind alle dünn, zumindest die, die wir hier sehen können, wir wissen natürlich jetzt nicht, was im Hintergrund ist, dann könnte man sagen, ja, weil die noch so dünn sind, ist die Chance, dass die bald völlig auseinanderbrechen, relativ gering. Das ist auch so. Grundsätzlich muss ein Baum ein gewisses Alter erreicht haben, um brüchig zu werden, beziehungsweise rein statistisch gesehen findet erst ab einem gewissen Alter, so 2/3 der Maximallebensdauer ungefähr, da findet das große Zusammenbrechen statt. Und in einem solchen Wald, einem alten Wald mit vielen alten Bäumen, im Buchenwald wäre das so ab 200 ungefähr der Fall, spätestens ab 250, und bei 300 ist Betreten des Waldes nur noch auf eigene Gefahr, und da werden im üblichen Fall auch von uns Schildern aufgestellt. Jetzt sind wir Deutschen natürlich Weltmeister im Schilder aufstellen, Warnschilder und Ähnliches, aber das heißt ja nicht, dass das woanders auf der Welt nicht zwingend auch nicht auch so sein müsste, ob man jetzt Schilder aufstellt oder nicht. Ich weiß nicht, wie die Neuseeländer da ticken, aber das wäre ein möglicher Schlafplatz hier. Also wenn er dann groß genug ist, und den Rest davon sehen wir ja nicht, und wenn man sich das entsprechende Bewegtbild anguckt, dann sieht man ja auch nicht viel mehr davon, als das, was auf diesem Bild zu sehen ist. Da könnte man ernsthaft drüber nachdenken, so da dann eben genügend Platz ist. Man müsste dann das Totholz hier noch ein bisschen zur Seite räumen. Im Übrigen ist die Fläche hier rechts vom Stefan, beziehungsweise in Front of the Stefan, relativ verdächtig aufgeräumt und verdächtig eben. Das sieht mir fast so ein bisschen so aus, als hätte dieser Wald so kleine Rückegässlein. Rückegassen sind es nicht wirklich, also das ist Forstfachsprache und meint eine Gasse durch den Wald, die nicht weiter befestigt ist, die aber den Transport von Holz durch den Wald zulässt. Man könnte hier also theoretisch einzelne Stämme mit irgendeinem Quad rausholen, also diese vierrädrigen kleinen Kreuzung aus Auto- und Motorrad-Dinger. Ja, ich weiß nicht, ob man die korrekt ausspricht, Quad. Ich glaube schon, die heißen so. Naja, egal, jedenfalls mit so einem Ding kannst du auch mal vereinzelt ein paar Stämme da rausziehen, gerade wenn es so dünne Stämmchen sind und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Wege für den Zweck mal irgendwann genutzt worden sind. Das dürfte schon ein bisschen her sein, aber es ist halt auch verdächtig, dass es überhaupt nichts gibt, was da irgendwie drauf wächst auf diesen Wegen, beziehungsweise dieser Wald ist vollkommen frei von Jungpflanzen, also so richtig Jungpflanzen. Da gibt es also null Verjüngung, es gibt bloß diese Stangenholz-Variante der Notophagus montana und eben die Altexemplare, die am Bröckeln sind. Das ist sehr, sehr eigenartig. Normalerweise müsste man in der bröckelnden Phase auch erwarten dürfen, dass dann unter dem aufbrechenden Kronendach bereits Verjüngung hochkommt. Das ist auch bei Notophagus-Wäldern so. Dazu gibt es eine ganz interessante Arbeit, die ich gelesen habe, wo man das ganz gut nachlesen kann. Dass das nicht der Fall ist, das kann eigentlich nur daran liegen, dass diese Sturmwürfe noch nicht allzu lange her sind. Dass hier also noch kein gutes, vegetationsfreundliches Jahr stattgefunden hat, seit das alles runtergekracht ist. Umso schlechtes Gefühl hat man dabei, weil wenn da vor kurzem erst ein Riesenzusammenbruch stattgefunden hat, dann bedeutet das nicht, ganz klar nicht, dass da jetzt im nächsten Jahr nichts passieren kann, sondern eher im Gegenteil, dass hier irgendwas fragil ist. Und gerade wenn dann Löcher im Baumkronenbereich sind, ist die Baumkrone für den Wind, also ihr müsst euch vorstellen, der Wind streicht über eine geschlossene Baumkronenschicht. Ja? Überall alle Bäume gleich groß, relativ gleichmäßige Krone, bilden zusammen nach oben hin ein geschlossenes grünes Dach. Da streift der Wind einfach drüber, ohne irgendwo besondere Angriffsfläche zu haben. Wenn der Wald jetzt allerdings schon eingebrochen ist, wenn da große Diversität im Kronendach herrscht, und dafür nehmen wir mal ein anderes Bild, das ist die beste Aufnahme vom Kronendach, die ich gefunden habe. Und da sehen wir, wir haben da schon eine gewisse Diversität im Bereich der Baumkronen. Und gerade so ein Stückchen rechts von Stefan, von uns aus gesehen, da gibt es eine leichte Auflichtung des Kronendachs. Und solche Löcher, in Anführungszeichen, die sorgen für Turbulenzen. Ja, da streift der Wind dann nicht drüber, sondern greift in die Bäume rein. Und auf einer Seite kommt er sozusagen runter ins Loch, auf der anderen Seite knallt er dann in die Baumkrone.
Lustigerweise ist nicht unbedingt die Baumkrone, in die der Wind reinknallt, die die umfällt, sondern die auf der anderen Seite, weil dieses Runterfallen ins Loch des Windes erzeugt Turbulenzen an der Baumkrone, hinter der er runterfällt. Und diese Turbulenzen können auch durchaus, statistisch gesehen sogar ein bisschen häufiger, zu umstürzenden Einzelbäumen dann wiederum führen. Das heißt, hier jetzt in diesem Bereich, nehmen wir mal an, der Boden wäre hier super für ein Lager geeignet. Da muss man sich bei so brüchigen Holz wie der Nothofagus auch schon wieder ein bisschen Gedanken machen, ob man da wirklich langfristig sein Lager aufschlagen möchte. Ja, wenn einem in einem Survival-Szenario nichts anderes übrig bleibt und da kein Flugzeug da unten rumliegen würde, dann wäre es auch durchaus sinnig, in den Wald zu gehen. Absolut, 100%. Ja. Das ist dann immer noch der am meisten und am besten geschützte und menschenfreundlichste Ort, der da zur Verfügung steht. Aber trotzdem sollte man sich da wirklich tunlichst überlegen, wo man da am sinnvollsten ein Lager aufbaut, ohne eben Angst vor umstürzenden Bäumen haben zu müssen. Und ja, bei mir würde es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich entweder mitten auf eine Lichtung möchte, da habe ich dann weniger schützenden Effekt des Waldes, also weniger Windschutz, weniger Bettdecke durch Baumkroneneffekt, weniger Leaf Area Index, Kronenprojektion, Fläche spielt kaum eine Rolle etc. Ja, aber die Chance, dass dann nochmal auf die Lichtung ein Baum kracht, ja, die ist auch gegeben, aber sie ist vergleichsweise gering. Und das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Wobei man das auch nie pauschal sagen kann. Entweder eine Lichtung oder mitten rein in den Jungbestand. Und dann halt ein bisschen ein paar Bäume abhacken oder absägen. Sollte man irgendwie eine Säge zur Hand haben. Also jetzt hypothetisch, ne? Einfach je nachdem. Gehen wir mal einfach davon aus, wir hätten jetzt einen Haufen Werkzeug, dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit, sich einfach im Jungbestand ein Plätzchen freizumachen. Für eine Person sowieso, für sieben weiß ich es dann schon wieder nicht. Das ist einfach ein Szenario, über das ich zu wenig nachgedacht habe. Aber so eine Lichtung in Anführungszeichen könnte dann ungefähr so aussehen. Also potenziell so irgendwie. Ja. Jetzt ist hier natürlich keine ebene Fläche, die müsste man sich also jetzt auch wieder zurechtschaufeln, verliert dann eben das, was an natürlicher Bodenisolation da ist und so weiter und so weiter. Aber naja, und wir sehen da direkt hinter der Sonne auch so einen verdächtig toten Baum. Auch der könnte jederzeit umkippen, der hat ja sogar schon Schräglage. Direkt oberhalb von Stefan, also natürlich weiter weg von ihm, hinten im Hintergrund, aber so pseudo-oberhalb von Stefan, nennen wir es mal so, ist auch etwas in definitiver Schräglage und insgesamt sieht dieser Wald schon immer ziemlich brüchig aus. Ne? Aber theoretisch könnte man sich eben mit dieser Lichtung da so notdürftig vielleicht einen Ort vorstellen, wo das eventuell gehen könnte, aber niemals durch die Schräglage bequem. Ja, das ist also ziemlich ausgeschlossen. Ja, was haben wir noch zu sagen? Einen schönen Platz gibt es noch, an dem der Stefan vorbeigekommen ist. Und abschließend ist es wahrscheinlich auch der beste Platz. Angenommen, man würde jetzt hier die Randbäume, also insbesondere hier so links am Rand, rechts am Rand, sieht auch schon sehr brüchig aus, wenn da schon so einzelne Äste abgerissen sind, auch wenn da jetzt noch Krone oben dran hängt, das heißt, der lebt auf jeden Fall noch, wobei ganz, ganz rechts den Stamm, wo man das oben nicht sehen kann, also wirklich so ganz rechts am Bildrand, da bin ich mir gar nicht so sicher, aber hier müsste man noch die ein oder andere Baumfällmaßnahme durchführen, bis wirklich nur noch gesunde Bäume in näherer Umgebung übrig bleiben und dann würde ich jetzt am ehesten von den gezeigten Sachen wirklich diesen Platz hier jetzt noch für ein Waldlager auswählen. Und wie gesagt, irgendwie die toten Bäume links im Bild irgendwie fällen, notfalls halt wirklich mit dem Breaching-Tool so lange dran rumhacken, bis die halt irgendwann umfallen, professionell dran rumhacken, unter Beachtung gewisser Sicherheitsregeln, selbstverständlich nicht den Niklas machen. Ja, das ist immer böse, der Niklas hat ja hinterher noch eine richtig gute Show abgezogen, nachdem er da sicher war, dass er jetzt nicht schlimm verletzt ist nach seinem Arztkontakt. Deswegen ist es immer böse, wenn man sagt, den Niklas machen. Es ist wirklich böse, es gehört sich eigentlich nicht, aber da ich offensichtlich ein böser Mensch bin, hat sich das bei mir irgendwie so eingebürgert. Ja, so, Niklas, solltest du das hier jemals gucken? Nicht böse gemeint. Ja, du hast wirklich eine tolle Show abgezogen hinterher und hattest Ahnung und hast dir wirklich definitiv bewiesen, dass du dich auskennst mit dem Survival-Krempel. Also mindestens so gut wie die anderen Kandidaten, die da 7 Tage durchgehalten haben. Von daher, ne, alles gut. Gut, wie auch immer, jedenfalls, das wäre unter dem, was wir gesehen haben, was gefilmt worden ist, daher hier
nochmal an dieser Stelle Danke an Stefan fürs Darumlaufen. Das mag jetzt von der Gruppendynamik und von den Prioritäten des Überlebens her nicht das Wichtigste gewesen sein, aber ja, für mich ist es hilfreich, schlicht und ergreifend. Also wenn es irgendwem genützt hat, dann ist es zumindest mir. Gut, damit zurück zum Ben vor Ort. Ja, und das ist das große Thema, ja. Und da Notophagus relativ brüchig ist und wir ja im Jungwald vermutlich keine ausreichend große Fläche finden, um das hier im großen Umfang aufzustellen, so wie wir das jetzt möglicherweise aufstellen wollen. Es sei denn, man möchte sich ein längliches machen. Das geht natürlich auch, dass man hier jetzt quasi ein langes Feuer macht und dann zwei oder drei von den Dingern, also Giebel an Giebel, quasi in Reihe stellt und ein langes Feuer dazwischen. Das geht potenziell natürlich auch. Oder ganze sechs oder sieben von den Dingern in Reihe stellt und davor ein super, super langes Feuer. Aber je größer die Grundfläche des Feuers ist, desto mehr Brennstoff frisst das auch. Ja? Auch wenn man mit kleinen Feuern arbeitet, dafür aber die über eine unglaublich lange Länge aufrechterhalten möchte, dann ist das ein derartiger Brennholzbedarf. Da brauchst du nicht glauben, dass du jeden einzelnen Baum, den es da im Wald gibt, auf diesem Wege so einfach verheizen kannst. Gerade die lebenden Bäume, du brauchst ja totes Holz. Lebendes Holz, ja, ist das Feuer riesig genug, brennt das auch irgendwann. Aber die Energie, die du da rauskriegst, ist katastrophal wenig im Verhältnis zu, wie lange das braucht, um richtig anzubrennen. Und der Rauch ist wirklich abartig. Das raucht ohne Ende. Das hat eine Holzfeuchte von 100%. Es gibt Gründe, warum Brennholz getrocknet wird, bevor man aufs Feuer schmeißt. Also aus meiner Sicht, ich habe das einmal probiert, das war grauenvoll, ist es wirklich, wirklich, wirklich keine Option, wenn man da nicht irgendeine besondere Leidensfähigkeit mitbringt, weil man ein besonders leidensfähiger Mensch ist oder irgendwie gegen Rauch immun oder sonst wie, ist es keine Option, mit Frischholz zu heizen. Also alles ab Wassergehalte über 50% ist meiner Meinung nach unverheizbar. Es sei denn, man hat eine Möglichkeit, das lange und vorsichtig am Feuer zu trocknen, was man aber, wie gesagt, auch nicht übertreiben darf. Warum darf man das nicht übertreiben? Weil, wann immer du in der Nähe des Feuers Holz deponierst, das trocknen soll, und das Feuer hat eigentlich die Funktion, ein Wärmefeuer zu sein, dann kondensierst du ja quasi das Wasser aus dem Holz der Umgebung raus. So, und wann immer Wasser irgendwo wegkondensiert, also von der flüssigen in die gasförmige Phase übergeht, entsteht Verdunstungskühle. Verdunstungskühle ist der Effekt, weshalb wir schwitzen. Und diese Kühle kann bei großen Mengen Wasser durchaus einiges an Umgebungsenergie, also wirklich eine große Abkühlung erzeugen. Und eine große Menge Holz neben einem Wärmefeuer zu trocknen, kann so viel Verdunstungskühle erzeugen, das geht tatsächlich, dass ein Großteil der Energie des Feuers wieder aufgehoben wird, sozusagen. Das heißt, man braucht mehr Feuerholz, um viel Feuerholz am Feuer zu trocknen, während man das Feuer gleichzeitig als Wärmefeuer verwenden möchte. Bedeutet, es ist immer ineffizienter. Am effizientesten ist natürlich Heizen mit wunderbar trockenem Holz. Und wenn das nicht zur Verfügung steht, dann muss man halt das nächstbeste suchen. Und mit dem nächstbesten arbeitet man meistens am energieeffizientesten, sowohl Feuerenergie als auch persönliche Energie im Kleinmachen und so weiter. Wenn man es ein bisschen klein macht, und dann halt damit arbeitet, wie es dann halt ist. Und kleine Mengen Feuer, zumindest Feuerholz, zumindest meine Erfahrung, kleine Mengen, ja, wirklich nicht viel, so ein paar, so die nächsten Scheite, bis sie draufgeschmissen werden, vielleicht noch eine halbe Stunde neben dem Feuer vortrocknet. Ja, so ein bisschen kreisförmig, mehr oder weniger drumherum angeordnet, sowas in die Richtung. Ja, zu viel Energie in die Holzaufbereitung zu stecken, ist dann auch wieder, da hat man so viel Energie verbraucht, das brennt dann zwar besser, aber da muss man sich auch überlegen, ob sich das langfristig lohnt. Andererseits kann es auch eine Beschäftigungsmaßnahme sein und auf dem Wege dann wieder sinnvoll. Zum Beispiel schön wäre es gewesen, wenn ein so ein Ding einfach mal vom Stefan beispielsweise aufgebaut worden wäre und man hätte dann eben da mal alle reinliegen dürfen, und wer das als toll erachtet, kann da ja auch mal zwei Stündchen liegen bleiben oder dann mal sein Mittagspäuschen machen oder sonst irgendwie und dann mal gucken, ob das da wirklich so viel wärmer ist als am Flugzeug oder gar im Flugzeug und unter den Bedingungen, die am Flugzeug gerade herrschen, ne, ohne hier irgendwas verraten zu wollen und so weiter. Und dann hat man da wirklich
wirklich schöne Vergleichsmöglichkeiten und das wäre einfach toll gewesen. Das wäre natürlich für den Zuschauer auch hochgradig interessant gewesen, weil da gibt es insgesamt deutlich mehr Content. So steht jetzt die Möglichkeit, in den Wald zu ziehen. Als kryptische Idee, als Heilsversprechen oder Unheilsversprechen, je nachdem, ob man hier Stefan oder Joe zustimmen möchte, steht das im Raum und niemand weiß genau, was gewesen wäre, wäre man in den Wald gezogen. Also so genau weiß das zugegeben keiner, hundertprozentig. In jedem Fall ist das Sturmwurfrisiko wirklich, wirklich gravierend. Und folgendes, das Ganze ist am Ende immer noch eine Unterhaltungsshow, ja, mit diesmal meiner Meinung nach durchaus realistischem Survival, was da notwendig ist, um die Leute zu unterhalten und das Ganze zu überstehen. Aber auch bei diesem realistischen Survival gibt es ja den Backup-Knopf und das ist ja auch gut so, weil sich da bitte ja niemand wirklich in richtig krasse Lebensgefahr begeben sollte. Und daher würde ich sehr davon abraten, in den Wald zu ziehen, weil wenn der Ast runterkommt und das Lager trifft, dann ist der Ast runtergekommen und hat das Lager getroffen. Selbst ein Meinecke auf weiß ich nicht welcher leistungssteigernden Substanz kommt da nicht rechtzeitig heroisch mit dem Flieger angeflogen oder mit dem Heli, um da alle wieder rauszuziehen. Das ist lebensgefährlich. Das ist wirklich, wirklich lebensgefährlich. Und es ist wirklich ein Dogma bzw. ein Dilemma von uns Forstleuten, in welcher Form auch immer, ob wir jetzt Forstwissenschaftler, Förster oder Forstwirt sind, dass uns alle Welt das einfach nicht glaubt. Ja? Und jeder Dödel an der Absperrung vorbeiläuft, hier sind Baumfällmaßnahmen und dann liegt der Kinderwagen drunter, obwohl man eben die Absperrung ja gesehen hat. Und wenn Menschen bei Sturm in den Wald rennen, dann gibt es da auch immer wieder Tote. Und auch bei kleineren Sturm einfach nur allein die Straße entlang fahren und so weiter. Statistisch gesehen sind das nicht viele Menschen, aber statistisch gesehen hält man sich auch nicht 24/7 im Wald auf. Ja? Und schon gar nicht, wenn da eben jetzt gerade ein Sturm tobt. Und wenn der Sturm tobt und man eigentlich den Wald verlassen würde, vor dem Wald aber jetzt klatschnass wird, dann bleibt man vielleicht gerne im Shelter und verlässt sich darauf, dass das Shelter einen schon beschützen wird. Aber der Wald ist genau der falsche Ort, wenn der Sturm tobt. Und dann sollte man besser auf die Wiese gehen und nass werden und das Shelter in Ruhe lassen und hoffen, dass da eben kein Stamm draufsteht und dann klatschnass zum Shelter zurückkehren, wenn es da noch steht. Und dann hat man eine geringe Chance, dass man sich rechtzeitig mittels Feuer und nicht vorhandenen Ersatzklamotten, außer das bisschen, was im Frauenkoffer waren, was wir gerade zu Schnur übrigens verarbeitet haben, um das da zu bauen, hat man dann wenig Möglichkeiten, da rechtzeitig bei Minustemperaturen wohl möglich oder bei fast Minustemperaturen, bei fehlender Nahrungszufuhr oder zumindest nur minimaler Nahrungszufuhr, rechtzeitig wieder warm zu werden und muss mindestens einen gelben, wenn nicht sogar einen roten Knopf drücken und das wahrscheinlich so mehr oder weniger kollektiv als ganze Gruppe. Gut, dann können sie gleich mit mehreren Helis anrücken. Ich denke, das wäre von der Rettungskette her schon irgendwie hoffentlich machbar, wenn die halbe Gruppe auf einmal aussteigen wollen würde. Ja, das Problem ist halt, dass das wirklich akut lebensgefährlich ist. Am Flugzeug könnte man zumindest denken, dass da nichts passieren könnte, das akut lebensgefährlich wäre und man damit einfach den Holz heranschaff intensiveren, aber wettermäßig sichereren Lagerplatz hat. Und drum würde ich eben wegen der Möglichkeit, dass Unwetter kommen könnten und weil es sich einfach gemütlicher anfühlt, in einer festen Behausung, einer wirklich festen Behausung zu hausen, als unter sowas, selbst mit Holzdach, würde ich persönlich auch vom Gefühl her, und das ist ja wichtig, man will sich in seinem Zuhause ja wohlfühlen, das gehört auch zum Survival-Szenario, dass man eine schöne, angenehme Hütte hat, wo man sich dann vielleicht irgendwann irgendwelche geschnitzten Figuren aufs Regalbrett, das man sich installiert hat, draufstellt, wenn das Ganze lange dauert. Und die sind da ja immerhin 14 Tage. Vielleicht haben sie irgendwann mal sogar Zeit für solche Projekte, ne? Könnte ja sein. Und da hat man also schöne, schöne Möglichkeiten. Und drum ich vom Gefühl und von der fachlichen Expertise tendiere zum Flugzeug. Ja?
Zumal Holz ranschaffen, darf man auch nicht vergessen, Holz wärmt immer dreimal, an dem Spruch ist schon was dran. Einmal beim Transport, einmal beim Machen, einmal beim Verarbeiten und einmal beim Verbrennen, wenn man das so interpretieren möchte. Es gibt auch noch ein paar andere Ansätze, wie dieser Spruch zu verstehen ist. So, und da ich diese Rettungsdecke jetzt sowieso schon ausgepackt habe und sie damit vom Packmaß her jetzt nicht mehr besonders toll ist, testen wir doch einfach mal, was passiert, wenn jetzt auf dieses sehr elastische Shelter wohlgemerkt, weil diese Zweigchen hier, ne, die haben eine gewisse Elastizität. Wenn wir jetzt aber hier, ich habe das übrigens hier nochmal abgespannt, ne, also nur, dass ihr das seht, das kann man also durchaus auch nochmal zusätzlich abspannen, damit ein bisschen mehr Spannung drauf kommt, gerade wenn man beschissene Pfosten verwendet hat. Aber wir suchen uns jetzt mal ein paar Äste für testweise, es fällt ein Ast vom Baum. Ja, nehmen wir doch mal den. Das ist auf jeden Fall, sowas ist realistisch. Da geht ein normales Tarp, also ein professionelles, sicherlich nicht von kaputt. Aber ja, testen wir doch mal. Jetzt bin ich nicht so hoch wie die örtlichen Bäume, aber ja. Herzlichen Glückwunsch, das hat noch gehalten. War aber auch nicht besonders gespannt. Ja, das müssen wir auch im Hinterkopf behalten. Je gespannter das ist, desto eher sticht sowas möglicherweise durch. So, nehmen wir doch mal diesen Ast. Hoppla. Ja, jetzt habe ich meinen Hering rausgerissen. Das ist natürlich unfair. Das geht nicht. So. Und neuer Versuch. Ja, gut, ich schmeiß die jetzt auch nicht besonders hoch. Aber wer mal mit so einem Ding hantiert hat, weiß, die sind potenziell schon relativ leicht kaputt zu bekommen. Gerade eben, was so Stichverletzungen angeht. Und davon abgesehen ist zumindest das ganze Lager platt, wenn man sowas drauf wirft, in meinem Fall. Und ja, noch mehr experimentieren tue ich jetzt nicht. Klar kriege ich das kaputt, wenn ich das jetzt unbedingt möchte. Ich bin für sowas einfach nicht gemacht. Ich mag theoretische Erklärungen lieber. Ja, jedenfalls das meine paar Cent zur Wald- oder Shelter-Frage. Es ist halt einfach für einen Forstwissenschaftler oder sonstigen Forstmann, es ist halt wirklich sehr schwer nachvollziehbar, dass jemand sich freiwillig den immer präsenten Risiko von Astschlag oder Baumschlag, da bist du natürlich sofort tot, unbedingt aussetzen möchte, wegen, ja, also wenn alternativ kein Flugzeug da wäre, wenn alternativ ein solches Lager auf Freifläche mit mitgebrachtem Holz die Alternative wäre, dann würde ich mir unbedingt im Wald irgendwo so lange suchen, bis man da ein Plätzle findet, wo man sich innerhalb des Waldes ein solches, möglicherweise solches Lager, wenn ihr andere Ideen habt, bitte gern, errichten kann und dann schon irgendwie da bleiben. Möglicherweise, man kann das Ding, man muss das ja übrigens nicht als Rechteck bauen, ja, man kann das ja logischerweise auch als Pentagon oder sowas in die Richtung bauen, wenn man dann genügend Baumaterial hat und ein bisschen größer den Abstand zum Feuer vergrößern, dann mit größerem Feuer arbeiten. Also da gibt es schon noch Möglichkeiten. Also wer das jetzt schon in die Kommentare geschrieben hat, das wollte ich jetzt auch nochmal hinzugefügt haben. Es muss ja nicht ein 4 Schlafplätze Lager ums Feuer sein oder ein 3 Schlafplätze Lager ums Feuer. Es kann eben auch ein 5, theoretisch ein 6 oder ein, was ist ein Sibogon? Wäre ja potenziell auch vorstellbar, solange man eben genügend Material hat. Klar kann man auch einen Sibanagon bauen und davon 4 Schlafplätze richtig regendicht machen und die dann möglicherweise notfalls mit 2 Personen, 2 bis einer Person belegen, wenn es mal richtig regnet und die anderen Schlafplätze sind dann quasi nur für gutes Wetter da. Aber langfristig, es könnte ja sein, dass es mal langfristig regnet oder langfristig schneit oder sonst irgendwie, dann wäre das natürlich auch wieder nur eine Notlösung. Ja, ihr könnt selber denken, ja, das sind jedenfalls meine paar Cent zur Frage Wald oder Flugzeug. Ja? Natürlich kommt dann noch erschwerend dazu, beim Flugzeug ist das Wenige, was an Nahrung am Fluss zu finden ist, das ist auch ein Mini-Spoiler, es ist am Fluss Nahrung zu finden und nicht viel, aber da gibt es welche, die wäre natürlich im Wald erheblich weiter weg und jeder Aufbrechen zu Nahrung oder Wasser würde dann dafür eben wieder mehr Energie benötigen. Da kann man sich jetzt eben, und
der Holzüberbau von den Teilen, der würde auch nochmal relativ viel Energie benötigen, bis das soweit fertig ist. Und wenn man das halt besonders stabil mit schönen Hölzern und so weiter und so fort machen möchte, geht da auch nochmal ein bisschen was Zusätzliches drauf. Ich würde mal so sagen, so ein Tag uns insgesamt unter der Performance, die die Gruppe so hat, bräuchte man schon, um da ein notdürftiges Lager zu errichten. Je nachdem eben, wie viel wer welcher mitarbeitet und so weiter, oder ob Joey Kelly es alleine macht oder rein energiemäßig, ist ihm das ja zuzutrauen. Und ja, es ist immer ganz viel hätte Fahrradkette und was wäre wenn und so weiter und so weiter. Ja, ganz schwer zu sagen. Ich möchte letzten Endes, ich persönlich, wie gesagt, ich weiß, was ich gemacht hätte. Ich mag das Flugzeug lieber. Vielleicht sehen wir ja irgendwann, ich habe es ja noch schon mal gesagt, Uwe hat da sowas angedeutet. Ich habe keine Ahnung, was da noch kommt. Aber Uwe scheint davon überzeugt zu sein, dass später noch Dinge passieren, die das Flugzeug als gutes Shelter erscheinen lassen werden. Hm. Ich wäre trotzdem in jedem Fall da geblieben, weil es mir einfach sicherer und gemütlicher erscheint und weil ich die Möglichkeiten, das Ding auch warm zu bekommen, als besser einschätze als bei einer vollständigen Waldunterkunft ohne eben Flugzeugrumpf, Flugzeugmotoren und Flugzeugflügel, weil nichts von diesen Teilen hätte man hoch in den Wald bekommen. Also bitte verabschiedet euch von der Idee, dass man die Flügel in den Wald hätte tragen können. Die wiegen irgendwas zwischen 100 und 200 Kilo und den Steilhang hochbekommen. Das ist eine extrem gefährliche Angelegenheit. Das weiß ich jetzt auch wieder aus dem Holztransport bei uns im Forst. Wenn du am Hang Holz machst, ja, und da gerät ein Stamm ins Rutschen, dann so schnell kannst du gar nicht weg sein, wie du tot bist. Das ist also eine hochgradig gefährliche Angelegenheit. Jetzt ist so ein Stamm meistens noch mal schwerer als so ein Flügel, aber dafür ist so ein Flügel auch erheblich rutschiger als so ein Stamm. Der besteht ja aus relativ aerodynamischem Material. Und also wenn das ins Rutschen gerät beim Versuch, den Hang zu hochzukriegen, das ist viel zu gefährlich. Und nochmal, das ist letzten Endes eine Spaßveranstaltung, eine sehr ernste Spaßveranstaltung, teilweise sicherlich auch viel ernster, als uns lieb ist, gerade was das Soziale angeht. Aber da sein Leben zu riskieren oder schwer verletzt zu werden zu riskieren, durch so eine Dummheit wie die Flügel da hoch transportieren zu wollen, das wäre wirklich dumm. Das wäre richtig, richtig, richtig dumm. Das ist, wäre dann der, also es gibt so ein paar Sachen bei Seven vs. Wild, wo ich wirklich sehr, sehr, sehr den Kopf schütteln musste, als ich das gesehen habe. Zum einen Niklas Baumfell Aktion, wir wissen ja, wie die ausgegangen ist. Dann Starlet Nova, wie auch immer Nova, mit dem Umgang mit der Axt. Das war hochgradig gefährlich. Wenn die da abgerutscht wäre, wäre die Rettung nicht mehr rechtzeitig gewesen. Da hätte sich die Oberschenkelarterie durchgeschnitten. Ja, und paar Dinge, die diese Staffel passiert sind. Ja, und darunter, wenn man den Flügel transportiert hätte, wäre das definitiv, vielleicht ein paar Dinge, die diese Staffel passiert sind, mindestens eins. Aber wenn man den Flügel transportiert hätte, wären es mindestens zwei gewesen. Also das wär wirklich absolut unverantwortlich. Ja. So. Das wäre es gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie lang das jetzt war. Zu lang, klar. Aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen was zur besseren Einschätzung der Waldsituation gelernt. Und das ist hier nochmal, wie gesagt, das ist hier ein schöner Wald. Das ist ein Wald, in dem man auch übernachten kann. Winkt mit dem Zaunpfahl. Und ja, also absolut. Ja, hier ist schön. Ja, hier kann man sich's gut gehen lassen. Hier kann man schön weit gucken. Hier kann man toll Tiere beobachten, wenn sie nachts zu Besuch kommen. Also rein hypothetisch. Ne? Baumaterial liegt jetzt nicht so viel rum. Aber es gibt auch wenig Todäste, wenn man ein bisschen aufpasst, dass man jetzt vielleicht nicht gerade da baut, wo ich jetzt gebaut habe, ohne irgendwie, ne, einfach weil es in der Nähe von meinem Stativ war. Aber so doll, also Abschnitte sind auch toll von dem Wald, von dem Seven vs. Wild Wald, absolut. Ja? Der hat auch durchaus seinen Reiz, seinen Charme und der ist schön, absolut. Ja? Da bin ich voll und ganz auch Stefans Meinung, der es da auch schön findet. Ich finde das auch schön, dass ein Kandidat das sagt und das ist toll. Ja? Also wirklich, da bin ich voll und ganz dieser Meinung, das ist ein hübsches Plätzchen, wo die da ausgesetzt worden sind. Also für meine persönlichen ästhetischen Ansprüche. Und auch dieser Wald, der hat seinen gewissen Reiz, aber als Schlafplatz, ich bin raus. Ich bedanke mich
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.